Oh, der. Na gut, wir probieren es direkt nochmal. Ich werde den kleinen, wie hieß er? Matthias. Matthew. Zerstören. Hallo Angel, hallo Happens. Jedes Mal hat Matthew jetzt nochmal die Karte neu gezogen. Hallo Maurice. Cool. Wie geht's denn euch? Was treibt ihr so? Ihr schaut mir zu. Das tut mir gar so leid. Hallo Fast Guy. Habe ich einen Metabot? Okay. Rare Max, du bist ein Bumblebee. Beautyfly. Nee, erstes Wommel wird zu Cutiefly. Cutie, Cutie, Cutiefly. Ich bin spät dran, weil ich gerade zweimal gestochen wurde. Ich habe meinen Covid-Booster gekriegt und meine Grippeimpfung auf Deutsch? Ja, Grippeimpfung. Grippeimpfung. Soll ich jetzt direkt switchen? Weil dann stirbt er. Let's do it. Dead. Hallo, der rote Jay. Hallo, Marco. Endlich wieder was Cooles. Ein Cutiefly. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Diesmal gewinnen wir hier. Verdammt, der hält mehr als 40 aus. Warum? Deswegen bin ich zu spät, weil es hat ewig gedauert, dahin zu fahren und dies und das und einfach nervig. Aber jetzt bin ich da und mein Arm tut schon weh und ich krieg schon Kopfschmerzen. Wahrscheinlich bin ich heute Abend einfach mit 40 Grad Fieber im Bett. Er hat so gesagt, hattest du in den letzten 6 Monaten Corona? So, ja. Hat er gesagt, okay, es ist jetzt nicht illegal, dich nochmal dir eine Impfung zu geben. Aber es ist halt nicht nötig, wenn du vor 6 Monaten Covid hattest, weil ich hatte vor 3 Monaten Covid. Ja, dann hat er gesagt, soll man trotzdem nicht so, ja. Gib her. Gib her den guten Stoff. Heute Abend kein Silent Hill. Ah, ich hab gewonnen. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Es kann halt echt sein, ne? Also nicht, dass ich jetzt groß krank werde, aber nach so einer Impfung ist man ja doch dann ein bisschen platt. Okay, ich habe jetzt alle in diesem Raum hier besiegt. Ich habe bis heute die Bullet gedodged. Du hast noch nie... Echt, du hast noch kein einziges Mal Corona gehabt jetzt. Ich glaube, ich hatte es 3 Mal inzwischen. Ohne dass ich irgendwie rausgegangen bin. Ich habe es immer gekriegt, weil Rosa es nach Hause gebracht hat. Und sie hat es nicht gehabt. Wobei, das weiß man natürlich nicht, aber das ist meine Vermutung. Imakuni. Okay. Next. Du auch nicht. Go touch some grass. Glaubst du, eine Streamserie hatte ich noch nie bei jemandem? 30! Richtiger Fan.
Warte, die bei Wasser konnte ich doch noch besiegen, oder? Let's go. Wasserdecks. Zumindest habe ich keine Schwäche dagegen wahrscheinlich. Sarah, ohne H, ohne Z, einfach nur Sarah. Echt, du arbeitest sogar im Kindergarten und hattest es nie. Krass. Warte, war Evoli nicht kackmies mit dem Tail Whip da? Oh, süß. Es gibt zu viele Attacken, die einfach verhindern, dass ich angreifen kann. Aber okay. Bereiten wir uns mal vor. Achso, du warst die ganze Zeit in Elternzeit. Mal schauen, ob es jetzt zuschlägt. Ja. Moment, warum ist da auf einmal ein fettes Aquana? Stopp! Okay, cool. Was machen wir denn jetzt? Wie viel Leben hast du? 60. Das bringt mir ja gar nichts, 60. Ey, der wipet mich jetzt. Außer ich mach Gast auf Wind dann. Komm. Kopf! Fuck you! Hatte es einmal und hab's mir auf dem Festival geholt. Man sollte einfach nicht rausgehen. Ja. Hallo, Krokel. Ein Hoch auf die Elternzeit für Männer. In der Zeit habe ich Pokémon angefangen. Nice. Nee, Moment, das killt mich. Schade. Gut, das wird vielleicht nicht so ein guter Kampf. Ich will nicht mein eigenes Deck bauen. Ich habe keine Ahnung, wie man eigene Decks baut. Das ist mein Problem. Wie baut man denn eigene Decks? Ich muss ja jetzt wohl Gast auf Wind machen. RC Squirtle. Wie sieht eigentlich dieses Sepa aus? Was für eine geile Karte ist das? Wie abgefuckt siehst du aus? Nein! Watergun! Oh, ich kann mich noch an die Animation erinnern. Das war's, ich bin tot. Fuck. Hallo Mariko. Mariko, du musst mir so viele Tipps hier geben. Du hast es durchgespielt. Ich habe ein Problem, dass ich Angst habe, eine Trophäe zu verpassen. Aber ich glaube, ich will nur wissen, bin ich richtig der Annahme, dass es noch einen komplett neuen Bereich gibt, bei dem sich eigentlich alles abspielt und dieser Bereich ist wie ein Tutorial. Dass sobald ich fliegen kann, das Spiel erst richtig losgeht. Und ich warte nämlich, also ich habe eine Trophäe, die sagt, ich muss 2 Grrr-Mitglieder besiegen und dann Roland. Und ich habe 2 besiegt, aber ich finde Roland nicht. Deswegen glaube ich, dass die 2 Grrr-Mitglieder besiegen erst in dem neuen Bereich ist, nachdem das hier alles vorbei ist. String shot. Shooting some ropes. Let's go. Wasserkarten sind schon sehr süß. Taylor, du bist ein... wow, wie heißt das eigentlich? Caradonis und?
Hä, wie heißt der Rote? Sorg. Ein Sorg heißt der andere auf Englisch. Caradonis und... Der hat einen kurzen Namen. Einen ganz dollen kurzen Namen. Stiffen. Stunspore. Let's go. Dun, 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 dun. Kopf! Alter, ich mach's fertig. Warum ist diese Musik hier so gut? Weißt du, wenn Leute sagen bei Pokémon XY, oh, die Musik ist so geil, dann bin ich so, hä, was willst du? Was ist das hier für die, was stinkt normale Musik? Aber hier bin ich so, ja, Mann. Das ist gute Pokémon-Musik. Die ist so im Kopf, die ist so ein Ohrwurm. Sie ist einfach ein Groove, während man kleine Monster bekämpft. Winning! Onyx. Was, die hat schon einen Shillock? Uh-oh. Uh-oh. Warum paralysiert Blubber? TCG kennt einfach, macht einfach komplett eigene Regeln. Blubber. Das war gut. Gute Energy Search. Winning. It's not possible. Ich habe das Spiel, glaube ich, nie so gespielt, wie es sein soll. Ich habe mir die Medaillen erst geholt, nachdem ich mein Deck zusammengestellt und tausende Booster geöffnet hatte. Danach habe ich dann eine Medaille nach der anderen geholt und immer wieder bei dem Cups vorbeigeschaut. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, wann Ronald das erste Mal kam. Oder bist du sicher, dass du den zweiten Teil gespielt hast, so wie ich hier gerade? Weil das klingt nach dem ersten Teil. Welcher Cup? Sonix. Oh mein Gott. Ich kann dich angreifen, weil ein Shillock Blubber macht. Hallo! Ich kann dich angreifen. Du kannst ja auch Cups machen in der Challenge Hall. Okay, aber du musst ja trotzdem die Story gespielt haben, sonst kannst du ja gar keine Decks bekommen, weil alle keine Decks haben. Gib's doch einfach zu, du hast dich durchgeklickt, du hast einfach forwarded, du hast den Leo gemacht und hast einfach nichts gelesen und nichts mitgekriegt. Und das ist okay. Sobald den Ribbon Master durch ist, werde ich mir auch nochmal dann beide TCG gönnen. Ich find's macht Spaß, nur dass der viermal hintereinander mich paralysiert, macht keinen Spaß. Viermal hintereinander kommt Shillock und paralysiert mich. Haben nicht meine... Haben die eine Wasserschwäche? Nee, eben nicht. Okay, gut. Aber ob ich jetzt die nehme oder meins macht immer noch am meisten Schaden. Ich werde einfach nur die ganze Zeit paralysiert. Ich kann doch nichts dafür. Ich mach das Viech jetzt weg. Eevee, aber Eevee ist gut, wenn ich Kampf einsetze selber. Ich nehme ein Squirtle, ich mache ein Squirtle fertig. Aber ich kann nicht angreifen. Philipp, du bist so ein zusammengestöpseltes Fossil. Elektrodon oder so. Wie hast du denn jetzt aus dem auch einfach sofort einen Shillock gemacht? Danke. Ich bin ausnahmsweise nicht paralysiert. Das Evoli ist jetzt direkt einfach... Ich krieg nur Kacke, ey. Wow. So, jetzt bist du auch mal paralysiert. Ja, so läuft das. Oh mein Gott. Du hast null verstanden, was das Spiel von dir will? Hä?
Aber das Spiel sagt doch alles. Du musst die Team Grills besiegen. Ich kann jetzt so lange stiffen, bis ich mich glücklich fühle mit dem Team, was ich habe. Oder ich mache 20 Schaden. Und vielleicht kann er auch nicht. Komm, ich werfe Kopf. Ich werfe Kopf. Nein, natürlich nicht. Ich bin in Game 1 und 2 komplett mit einem Feuerdeck durch. Ich will mal ein anderes Deck geschenkt kriegen. Ich will mal mit einem anderen Deck kämpfen. Nice. Aber ich bin tot. Ich kann natürlich mein eigenes Deck auch machen, aber ich trau mich das nicht. Ich trau mich das nicht zu. Ich würde gerne einen Gerog ziehen. Bitte jetzt. Die Zehnerkämpfe. Wir beide machen die ganze Zeit nur 10 Schaden. Aber ich bin dafür die ganze Zeit nicht paralysiert. Marco, du bist ein Schweinchen. Ein Schweinchen. Ein Ferkuli. Ein Lechonkel. Ich habe kein Dicktree, deswegen ich warte mal. Switcheroo Pokédex heißt, ich kann die Reihenfolge ändern, ne? Ja. Tangela, das ist doch ein Deal. Tangela, dann Gras, dann Fighting Caterpie, let's go. Der holt danach. Sisara holt danach ein Kack-Dingens. Wie heißt's? Aquana. Und macht mich wieder fertig mit Water Gun. Und ich bin paralysiert. Bereite ich halt meinen Tangela vor. Ich könnte switchen auf Tangela. Dann ist das Shillock weg. Mein Tangela kann noch nicht angreifen. Nope. Wie, du machst 30 Schaden? Auf einmal, Shillock. Na gut. Roxroh. Meine Kopfschmerzen sind jetzt wieder weg. Das Spiel hat meine Kopfschmerzen geheilt. Die Impfung kann mir gar nichts. Nein, nicht Aquada. Nicht Aquada. Nein. Sie wird jetzt die ganze Zeit Kopfwürfeln wieder und einfach 30, 30, 30. Ich könnte switchen und aber Tangela überlebt halt nicht lange. Aber dafür kann ich es vergiften. Denn dieses Aquana wird mir Probleme machen. Poison Powder, los! Hallo Sophie. Sie hat wieder einen Shillock. Zahl! Yes! Jetzt kommt mein Glück. Jetzt komme ich. Onyxo, Digletto, Attacco. Paralysiert! Fuck. Wie viele Karten muss ich noch ziehen? Wir beide müssen nur noch 2 Karten ziehen. Oh Gott, oh Gott, die Sau! Ich brauche Windgast. Gott, ich habe 3 kleine Dickdas, die keiner braucht. Mist. Und ich bin auch noch paralysiert. Mist. Es ist doch zum
Kaka machen. Es ist doch Kaka. Es ist doch Kaka. Man fühlt sich so hilflos in diesem Spiel. Schlimmer als in Silent Hill 2. Da habe ich mich gestern Nacht auch so unfassbar hilflos gefühlt. Aber ich habe trotzdem Bock weiterzuspielen. Ich darf angreifen. Dann vergifte ich dich halt auch. Dann kommt Windgust und dann kann ich es austauschen, Aquana killen und Shillock killen und gewonnen. So einfach. Das wird mich jetzt nie wieder paralysieren. Und es wird nicht eine 30er Attacke machen. Surf? Warum kannst du Surf? Shitto. Aber die Glätto macht 30 Schaden. Ich muss mein Deck sehen. Ich muss sehen, was passiert. Okay, Onyx. Wenigstens mache ich jede Runde 20 Schaden jetzt. Ich kann switchen. Okay, mache ich ein Diglett, was 30 Schaden machen kann. Und ich harde einfach. Und da kann mir nichts tun. Not enough energy cards? Ich brauche... Oh, ich dachte, das ist... Oh, shit. Oh, shit. Das wäre es jetzt gewesen. Hätte ich mich einfach geschutzschildet. Hallo, Verox. Aber jetzt ist Shillock tot, sobald es angreift. Das muss Surfer machen, oder? Ja. Und ist Aquana jetzt noch vergiftet? Sag nicht, die Vergiftung löst sich auf. Und wer ist jetzt dran? Ich muss dran sein, ne? Ja. Fuck, Mann, er nimmt noch einen Shillock. Das ist schon interessant, dass einfach mein Raupi länger überlebt als mein Dick da. Aber vielleicht hat er ja gar keine Wasserenergie und Shillock kann gar nicht angreifen mit Surf. Oh, Kacka, Mann. Was für eine Scheiße. Ich muss das andere Onyx einsetzen. Mann. Ich kann nur hoffen, dass die eine Karte kommt, sodass ich Aquana auswechsle und das immer noch vergiftet ist. Steht das hier, ob die Gegner immer noch vergiftet sind? Vaporeon? Hier steht nichts von vergiftet. Sag nicht, dass der Statuseffekt aufgehoben wird, wenn man austauscht. Ich muss irgendwie dieses Windgust bekommen. Habe ich das in diesem Spiel schon einmal eingesetzt? Oh nein. Es ist so knapp. Okay. Es kann funktionieren, wenn der jetzt nicht Surf kann. Sobald du austauschst, ist der Statuseffekt weg. Boah, das ist so blöd. Aber egal, ich würde sowieso Aquana mit einem Schlag umbringen. Noch ein Aquana. Wieso hatte ich denn jetzt zwei Aquanas? Und natürlich bin ich paralysiert. Wann kam der zweite Teil raus? 2024. In Leos Mindstream. Nur in Japan. Damals, direkt nach dem ersten Teil. Ich kann nichts tun, ist das kacke, oh mein Gott. Der jetzt irgendwie auf Aquana, wenn sie jetzt auf Aquana tauscht, dann... Ja, da muss Wasserenergie drin sein, dieses Ding wird jetzt Surf können. Ja, natürlich, und jetzt macht sie Surf. Shit, 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 shit. Und ich zieh auch nur Kacke, Mann. Wenn ich wenigstens Harden machen könnte, dann könnte ich jetzt so lang das rauszögern, weil ich keinen Schaden nehmen kann. Ich brauche eine Kampfenergie jetzt. Du erkennst das Pokémon nicht? Das ist ein Shillock. Wieso erkennst du das süße Shillock nicht? Geil, jetzt habe ich einen Graveler. Das bringt mir gar nichts. Okay, das war's. Ich habe verloren.
Oh Mann, so ein Pech. So schlechte Karten am Ende. Ich hätte dieses Aquana so krass umgebracht. Hier wird einem nichts geschenkt. Shillock dreht sich, ja. Er springt aus dem Wasser raus. Oh yeah. Kann ich gegen die Arenaleiterin auch kämpfen? Dann kämpfe ich gegen die. Wobei, das ist jetzt der Joshua. Kann ich auch direkt gegen sie kämpfen? Okay, ne, ich muss zuerst gegen Joshua kämpfen. Okay, Joshua, du hast es nicht drauf. Es liegt auf dem Rücken. Das ist aus dem Wasser rausgesprungen und ist gerade nach unten. Deck umbauen, dreimal Windhauch reinnehmen. Ja. Ich sollte echt mal gucken, wie ich mein Deck umbaue. Zumindest das, was ich im Moment habe, umbauen oder sowas. Ich mag eigentlich das, was ich habe. Ich mag das Tangela. Ich mag natürlich ein paar andere Pokémon. Die fallen mir nur gerade nicht ein. Mach mir Tangela Only Deck. Boah. Kann dir gerne mein Deck checken. Passt schon, ich will das selber schaffen. Ich kriege jetzt einfach ein geiles Deck von der hier geschenkt, aber das wird wahrscheinlich ein Wasserdeck sein. Ich will nicht so basic sein und einfach ein Feuerdeck bauen. Professor Oak. Gleich, Professor Eich. Wie slappt mich Stern, du? Mit welchen Händen? Was ich in beiden Spielen gelernt habe, war, man kann nie genug Bill oder Professor Eich im Deck haben. Ja. Was ist Computer, dass ich einfach aus dem Deck mir eine Karte raushole? Aber wenn du halt Pech hast, ziehst du die ganze Zeit dann keine Pokémon, weil du zu viele Items hast. Ah, 50? Du machst 50 Schaden. Was hast du denn für ein massives Viech vorbereitet hier? Uiuiuiuiui. Das ist jetzt hier blöd, ne? Dann muss ich ja jetzt Professor Eich machen, damit ich irgendwie hoffentlich da einen Georock drin habe. Dann kann ich mich noch nicht mal härtnern. Boah, ich bin schon wieder komplett am Arsch. Einfach 50 Schaden. Einfach 50 Schaden. Ich kann doch nicht mal aufgeben, ne? Es gibt hier gar keine Option aufzugeben. Ups, das wollte ich nicht. Computer, legst du zwei Karten ab und kannst dafür eine beliebige Karte ziehen. Ja, das ist halt, ne? Das wär's halt. Ja, komm, mach mich fertig. Joshua, Respekt, dein Yugong ist crazy. 50 einfach so, ohne irgendwas. Okay, ich gehe jetzt das Risiko ein und ich mache jetzt einfach weiter die Story. Und weil ich war wirklich überall. Ich war überall und habe keinen Roland gefunden.
Oh, hier ist Makuni. Mal mit ein paar Leuten reden. Vielleicht kriege ich coole Karten. Nope. Was mit dem Runzelgesicht? Nope. Okay, ich mache jetzt einfach weiter. Und zwar war der eine war im Lightning Club. Es sind auch einige noch zum Reden. Was sind die, die eigentlich hier im Club sind? Die jetzt können. Haben die Feuer? Haben die irgendwas? Irgendwas Tolles? Would you like to duel Nicolas? Niki? Oh, Niki. Soll diese krassen Bösewichte sein oder ist einfach so ein Sprite von so einem Kind, was Niki heißt? Ich finde Raupia schon geil, weil es einfach paralysieren kann. Ich. Ah. Bei Elektro bist du mit Bodenmächtig im Vorteil. Ja, nur dass es hier keinen Boden gibt, aber ja. Kampf. Ich weiß. Plus Power. Das gefällt mir nicht. Plus Power. 30 aus dem Nichts. Was sind das für Karten jetzt schon wieder? Komm, paralysier. Hey. Hallo Blutgott. Zwei Switchkarten. Weißt du, die Verteilung von manchen, es ist... Oh, nochmal. Ich könnte auch Switch einsetzen, um meinen Raupi nicht zu verlieren, ne? Jetzt, wo ich schon zwei Switchkarten habe. Ich trottel. Also macht lieber Tackle. Ist okay. Es ist alles kalkuliert. Auch großartig, dass ich nicht wirklich Pokémon habe. Dick dauert gar nicht zwei Runden. Warum setzt ihr jetzt okay Porenta? Porenta könnte auch Kampfschwäche haben. Was ist das für ein Elektroball? Voltoball? Was ist das für ein geiles Voltoball? Gebt euch das. Wie geil sieht dieses Voltoball aus? Was haben die hier für Karten gezeichnet? Hallo Fabi. Wegen der Münz, wo... Alter, Mann. Du hast keine Chance, weil die so viel Glück haben. Oh. Hast du eine... Oh, dann killt es mich wieder, wenn ich jetzt Dick da einsetze. Hast du Kampfschwäche? Du hast eine Elektroschwäche. Du resistest sogar meinem Dick da. Mein Dick da hätte dem gar nicht wehtun können. Okay, komm, paralysier. Fuck you. Das war Fanart, ja, von einem Dreijährigen. Ich mag ja so komische Karten. Ich mag das. Ja, das Elektroball sieht ein bisschen härter aus. Komm, paralysier! Used Sleep? Es gibt eine Karte, die den Gegner einfach einschläfert? Ja, zieh neue 7 Karten. Was war das? Pokémon Recall. Oh, er hat seinen Magnetilo wiederbelebt. Das war wahrscheinlich das.
Sleep Check. Natürlich schlafe ich noch. Natürlich. Warum sollte ich auch aufwachen? Natürlich. Wenn ich switche, bringt es gar nichts, weil mein Dick da einfach keinen Schaden macht, obwohl ich 30 Schaden machen könnte. Warum ist Farfetch so krass? Hallo Avatar Pierre, dankeschön. Hallo. Dankeschön für den Raid. Was geht? Wenigstens greift das Brenner nicht an, warum auch immer. Ich kann aber halt... Ich kann nichts tun. Ich kann nichts tun, außer paralysieren. Das ist echt gemein. Ich habe das Gefühl, ich verliere jeden Kampf nur, weil ich nie meine Münze richtig werfe. Der bereitet gerade einen Elektroball und Magneton vor. Ich habe... Mein Dickter wird es so umbringen müssen. Oder hoffentlich ziehe ich gleich mal einen Kleinstein. Was geschieht? Jetzt bitte paralysiere einmal. Oi, danke. Pierre, was triebtest du heute? Wir treiben es bunt und achtbittig. Nice, er hat gar nichts gemacht. Ich habe einen Pokédex, das ist nice. Okay, er kommt ja nur Quatsch hier. Das ist so blöd, dass ich noch nicht mal... Ich weiß, dass die nächsten 5 Karten einfach nichts kommt. Aber gut, nehme ich Rihorn. Krank, krank. Ich will Porenta gar nicht umbringen, weil... Also, ich könnte Porenta einfach nicht umbringen. Es greift die ganze Zeit nicht an. Warum eigentlich? Leak Slap. Es kann mich doch die ganze Zeit angreifen. Was ist das überhaupt? Normal. Ist mein Magnetilo resistent auf normal? Kann nicht sein. Warum greift er mich nicht an? Der hat die Macht, mich mit einer 30er-Attacke anzugreifen. Und er tut's nicht. Achso, nee. Ja doch, natürlich. Hä? Warum greift er mich nicht an? Was ist, wenn er mich jetzt angreift, weil ich ihn nicht angreife? Ich würde ihn am liebsten nicht angreifen, um mein Rihorn vorzubereiten, was jetzt gleich kommt. Ich mache jetzt nichts. Wehe, du greifst mich jetzt an. Okay, er hat... Fuck. Ja gut, die Möglichkeit hat er auch, einfach seinen Elektroball zu rufen, sodass ich nicht mal einen Kill kriege. Yay, Sonic Boom. Hallo Noah. Boah. Rihorn, ja. Rihorn. Oh mein Gott. Okay, wir switchen auf the Digaletto. Machen einen Mudslap, der ja 60 Schaden machen sollte. Und ich überlebe ihn, weil ich bestimmt resistent bin. Komm, explodieren. Kann der explodieren? Gibt's sowas? Sonic Boom, 30. Sollte. Habe ich keine Resistenz auf Elektro als Dicta? Oder geht Sonic Boom durch die Resistenz durch? Das will ich jetzt gleich mal nachschauen. Aber mein Raupi bringt dich jetzt um. Das hast du jetzt davon. Das kann ich nicht mehr überprüfen, weil es tot ist. Achso, doch, ich kann Sonic Boom, wollte ich anschauen. Don't apply weakness and resistance. Ja, okay. Sonic Boom macht einfach immer 30. Krass. Okay, wenigstens habe ich sein fettes Elektroball weg, aber dafür hat er jetzt noch Magneton. Aber dafür habe ich jetzt Rihorn. Hm. Und wenn er jetzt nicht angreift, kann ich einfach sein Porenta holen. Aber wahrscheinlich greift er natürlich an. Sonic Boom. Warum können die alle Sonic Boom? Das war die letzte Karte. Nein, ich war doch gerade fast... Ich hätte fast gewonnen. Ich hab doch gerade fast gewonnen. Kann ich eigentlich überall mein Deck machen?
Oh, ich habe Grr 3 Punish-Deck. Das müssen wir uns mal anschauen. Ach, Leo. Ich hätte fast gewonnen. Ich habe ein. Ich habe auch ein Wasserdeck. Aber ich sollte bei meinem Deck, was ich jetzt habe, bleiben, weil das einfach gut ist gegen Elektro, wie man gerade gesehen hat. Aber soll ich das irgendwie mal bearbeiten? Da sind zu viele Diktas in dem Deck. Change, Select Deck, View Deck? Kann ich das hier so einfach ändern? Ich brauche doch nicht drei Diktas und kein Diktri. Zwei Diktas. Geodude, drei Geodudes, zwei Graveler. Onyx, zwei. Rihorn, drei. Rihorn auch zwei. Und dann hier. Drei Caterpies, zwei Metapods. Drei Nidoran. Ein Nidorino bloß? Zwei Nidoran, ein Nidorino. Aber zwei Tangela. Okay. Und dann Energy war, glaube ich, okay. Und dann Trainerkarten. Zwei Energy Surge. Eine Professor Oak. Wir machen zwei Professor Oak. Wir machen zwei Gust of Wind. Switch 2, Pokédex 1, Bill, habe ich, ich habe keine Bill. Was kann Pokémon Breeder? Ich hatte kein Kabuto drin. Ich habe kein Kabuto drin. Da ist Kabuto 0. Ein Fossil, wo ist Fossil? Energy Search, Energy Retrieval. Kann ich die Karte irgendwie anschauen? Ah ja. Trade one of the other cards in your hand for up to two basic energy cards from your discard pile. Wie viel kann ich noch? Das mache ich. Energy Search, Professor Oak, Potion. Manchmal habe ich das Gefühl, ich brauche definitiv eine Potion. Revive, Max Revive, Gust of Wind, Mysterious Fossil. Das war Plus Power. Kompliziert. Was war Pokémon Trader? Trade one of the basic Pokémon or Evolution Cards in your hand for one of the basic Pokémon or Evolution Cards from your deck. Ich kann einfach ein Pokémon mir holen. Let's go! Pokémon Trader. Was ist Pokémon Breeder? Put a Stage 2 Evolution Card from your hand on the matching basic Pokémon you can. Achso, ja, ich habe keine. Ich habe gar keine 2 Evolution. Also Stufe 2 Evolution. Und noch eine Energy Card nehmen. So, jetzt schauen wir mal, ob dieses Deck ein bisschen besser ist. Was ist denn ein Deck-Rekord-Machine? Ist das jetzt? Habe ich das jetzt alles richtig gemacht? Ja, okay. Nochmal! Züchter ist auch gut, ja, aber wenn man eine dritte Entwicklung hat. Dein 60er-Streak ist gerissen. Toasty, toasty, toasty. Da ist gestern jemand nicht mehr in der Nacht auf Twitch gewesen. Hast du Defender oder den Plus-Dings? Dieses Plus-Dings soll ich reinholen? Das war mir zu viel Text irgendwie. Muss ich ja jedes Mal lesen. Einschläfert. Sleep Check. Yes. Du hast deine Karte gerade weggeschmissen, Niki. Jetzt geht's los, Niki. Plus Power macht plus 10 Schaden mehr in der Runde. Das kann manchmal sehr geil sein, ja. Warum steht es nicht einfach so drauf auf der Karte? Warum steht da einfach ein Absatz? Warum hast du zwei Sleep-Karten? Aha. Darf der jetzt die Karte behalten? Nee, ne? Die Karte ist jetzt weg. Oder ist das eine Plus-Power? Nee. Das war eine komische Karte. Pokédex machen wir direkt.
Fighting. Nee, nee, nee. Fighting, Fighting. Oh nee, warte mal, waren diese Kack Spiro und sowas? Die waren doch. Oh Gott, der hat jetzt eine Resistenz gegen mich. Oh, wie ich das hasse. Oh, wie ich das hasse. Es geht so gegen jede Zelle in meinem Körper, dass ein Flug-Pokémon jetzt einfach resistent ist gegen meine Steinattacken. Unglaublich. Was war das andere? Nee, okay, ich brauche einen Georock, aber das kommt lange nicht. Wenn ich so mache, dann nehme ich direkt eine Karte weg, die gleich gekommen wäre, damit schneller. Ah, Moment, danach wird das Deck gemischt. Okay, das war vielleicht gar nicht so schlecht. Das war vielleicht gar nicht so schlecht. Okay, wenn ich nicht angreifen kann, dann mache ich einfach jetzt Harden und du kannst nichts machen. Und wir beide bereiten uns einfach vor für das Armageddon. Niki. Ich will so ein geiles Voltoball mal auf dem Feld sehen, nicht nur Elektroball. Nice, Rihorn. Das ist doch schon mal besser. Ich kann nichts tun. Ah, ich kann mehrmals Plus Power anwenden. Okay, das ist krass. Einfach 10 Plus Power Karten. Aber danach sind sie weg. Das heißt, du kannst eine krasse Attacke machen. Meine Güte, könnt ihr bitte irgendwie mir Kampfenergie geben? Gust of Wind und das Voltoball killen? Gute Idee. Gute Idee. Jetzt hat er schön 3 Energie da drauf getan. Schauen wir mal den Gegner an. Voltoball. Ich kann es nicht killen sofort. Aber ich kann das Magnemite killen. Ich sollte das Magnemite rufen. Wenn ich direkt einen Kill habe, damit der sein Magnemite nicht zum Magneton macht. Gute Idee, gute Idee. Das ist wenigstens weg. Damit hast du nicht gerechnet, Niki, ne? Dass der Blutgott hier aufpasst. Im Gegensatz zu mir. Und da habe ich den Pokémon-Trader. Das ist gut, weil dann kann ich jetzt... Ich glaube, ich kann noch eine Entwicklung holen. Wieder ein Magnetilo. Parenta. Elektroball entwickelt. Verdammt. Das wäre ein Problem gewesen, wenn das jetzt alles funktioniert hätte. Genau so, dann wäre jetzt ein Elektroball vor mir. Was vielleicht besser gewesen wäre. Außer habe ich wenigstens einen Kill. Keine Ahnung. Pokémon Trader. Trade one of the basic Pokémon or Evolution Cards in your hand for one of the basic Pokémon or Evolution Cards from your deck. Ich will einen Georock ziehen. Aber ich habe... Warte, fuck. Habe ich noch keinen Geowatz? Geo-Kleinstein? Doch, ich habe einen Kleinstein hier. Genau. Ich gebe das Kleinstein ab. Ich kann Metapod auch wegtun. Weg mit Metapod. Und hole ein Georock. Jetzt wird nochmal gemischt. Besser ist es. Und... Gucken wir mal kurz Graveler an. Okay, Rock Throw, ein Ding. Das heißt, ich gebe diesem kleinen Stein schon mal ein Ding. Ich meine, ich kann es auch schon mal entwickeln. Ich brauche Kampfenergie. Was, nur ein KP mehr? Und jetzt härtner ich mich wieder. Ja, es wäre ein beschädigtes Elektroball. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gott, wie war das jetzt? Das werde ich mir jemals merken, was die Attacken von denen sind. Eine hier, der braucht 2. Der kann 2 Gras nehmen. Oder... Ja doch, passt schon. Perfekt. Jawoll. So muss das aussehen, jawohl. Okay.
Ich krieg dieses Habitat halt trotzdem nicht weg. Das ist ein bisschen das Problem. Ich könnte noch auf die andere Gast auf Wind hoffen. Geil, noch ein Graveler. Ich könnte auf das andere Gast auf Wind hoffen. Also Rihorn mit... Rihorn ist eigentlich besser sogar. Warte. Rihorn macht 30 Schaden. Graveler macht dann 40 Schaden. Aber Rockthrow ist einfach so. Horn Attack ist auch einfach so. Okay, dann mache ich jetzt trotzdem erstmal Rihorn fertig. Aber das ist natürlich krass, dass ich dieses... Also ich kann dem 10 Schaden jetzt die ganze Zeit geben. Das Habitat, dass das ein Problem ist? Krank. Ist das nur ein englischer Patch oder kann man das nach... Kam das nach Amerika? Nein, das ist ein englischer Patch-Fan-Translation. Das kam nie außerhalb von Japan raus. Aber dass er auch gar nicht angreift. Warum kann er mich nicht angreifen? Ist das wieder so ein Ding, was ich nicht checken will? Weil er kann einfach Pack machen. Warum macht er nicht Pack? Ich verstehe das nicht. Ich bin nicht resistent auf normal. Er könnte einfach packen. Achso, nein, kann er nicht, weil ich Härtner mache. Das schon, aber... Okay, dann macht das erst gar nicht. Sieht genauso aus wie das erste. Tut's auch, ist es auch. Funktioniert auch genauso, nur die Story außenrum ist anders. Und es gibt viermal so viele Karten. Für den 3DS gab es auch ein TCG. Ja, das war halt das erste. Klar, das habe ich auch. Das war das erste. Was habe ich hier gerade? Nicht Gras, aber ich hätte gern einen Grasmon. Ich hätte gern einen Tangela, dass ich zumindest dieses Spearow mal wegmachen kann. Ich kann einfach keinen Habitat besiegen. Das erste war für den Game Boy Color. Ja. Aber kam dann halt auch. Du kannst es auch auf dem 3DS spielen, so wie alle Pokémon-Spiele. Und auf der Switch kannst du es erst auch inzwischen spielen. Okay, ich habe Switch selber, das bringt mir nichts. Ich brauche Wind of Gust, um dieses Habitat wegzuballern. Oder er sagt irgendwann, ich will nicht mehr. Es kann halt sein, dass er irgendwann mal switcht. Es sollte ein Rundenminimum oder Max-Rundenzahl oder Zeit geben, weil das könnte jetzt ewig lang noch gehen. Ich werde nicht meine Taktik ändern. Okay, ich habe endlich wenigstens etwas, was Schaden machen kann. Das wird sich schützig dann aus. So, ist mein Graveler jetzt ready? Graveler ist ready, Rihorn ist auch ready. Jedes Elektro-Pokémon von ihm wird jetzt sowas von drauf gehen, wenn ich mal dahin kommen darf. Ich brauche zwei Gras. Wenn dein Deck leer ist, verlierst du. Oh, stimmt. Und ich habe schon Professor Eich gemacht. Wo sehe ich mein Deck? Sehe ich sein Deck? Na, da sieht man es kurz immer. Das heißt, ich sollte... Ich will aber noch Metapod entwickeln. Flipper Coin Effects prevent all damage done to this Pokémon during your opponents. Ja, da muss ich halt jedes Mal flippen. Ich brauche noch eine und dann wechsle ich. Und dann kann ich endlich weitermachen. Aber im Moment kann ich nicht weitermachen. Also ich kann nicht. Ich könnte mich opfern, indem ich nicht mehr Härtner mache. Yes, okay. Jetzt greife ich an. Ich muss... Komm, Paralyse. Yes. Ich muss mal gucken, wenn wir eine Karte ziehen, wer weniger Karten von uns beiden hat. Er hat 27, 28. Er hat ziemlich beide gleich viele Karten. Used Pokémon Recall? Warum denn? Dodri!
Hast du ein Dodo auf? Du hast doch gar kein Dodo. Warum rufst du Dodri? Oder ist jetzt Dodri in seinem, auf seinem Feld? Nein, das kann nicht sein. Und nochmal. Mist. Hab's gefunden, war für den DS und nur ein How-to-Play. Ah. Ja, How-to-Play gab's eigene. Wir haben auch vorgestern ein How-to-Play-TCG gespielt. Was schrecklich aussah. Ah, schaut mal, der Gegner setzt Plus-Power ein. 40. Ist okay. Dass der jetzt auch... Oh man, der setzt jetzt... Moment, ist sein Habitag noch nicht mal down gegangen? Hat er das selber eingesetzt? Sein Habitag ist noch nicht mal down gegangen? Sein Habitag lebt noch? Boah, ey. Wenn ich jetzt dieses Safcon verliere, kann ich ihm wieder keinen Schaden machen. Krank. Krank. Tangela kann ich nicht rufen, weil mein Deck voll ist. Wow. Komm, Paralyse. Hallo Beast. Beast, du bist heute ein Geist, aber ein Driftlon. Du bist ein Driftlon. Hot Smash sieht aber auch so witzig aus. Aber gut, Safcon, du hast fast deinen Job gemacht. So, wer war jetzt der mit der 40er-Attacke? Graveler. Rihorn war 30-Horn-Attacke und du warst Rock Smash, glaube ich. Halt, jetzt kann ich Tangela rufen. Okay. Wenigstens machen wir 10 Schaden. Ist so traurig, dass man 30 weniger... Ich finde 20 wäre auch okay. 20 für Resistance ist vollkommen ausreichend. Das müssen nicht 30 sein. Weil der killt mich jetzt. Was soll ich denn tun? Der killt mich jetzt. Einfach nur, weil ich mit Steinattacken... Stinksauer. Schicksauer. Jetzt ist mein wunderschönes Georock weg, was 80 Schaden eigentlich macht. Ein wunderschönes. Stinksauer. Stinksauer bin ich. Ich kann nichts tun. Ich kann nichts tun. Außerdem jetzt 10... Ach nee, ich kann Harden machen. Muss ich da Münze werfen? Aber dann ist das jetzt wieder so ein dummes Härtner-Kack-Spiel. Ja, ich kann einfach Härtner machen. Das ist so dumm. Na, Niki, was machst du jetzt? Nix nämlich. Unglaublich. Unglaublich, wie das hier läuft. Ich brauche eine Wind of Gust. Hallo Kühner. Du bist ein Rejoice. Rejoice, everybody. Kühner ist ein Rejoice. Ich habe die letzten 50 Minuten keinen Kampf gewonnen. Oh, ich habe eine Energy Retrieval. Alle Pflanzenenergien, die ich hatte, habe ich jetzt keine mehr. Okay. Wenn ich jetzt selber switchen könnte, könnte ich jetzt auf Tangela switchen. Aber ich kann nicht. Also ich könnte natürlich meinem... Wie viel Energien muss ich weggeben, um Georock zurückzurufen? Wir haben noch 20 Karten, also es dauert nicht mehr lang. Alle drei müsste ich weggeben. Aber damit es weitergeht, muss ich das machen. Außer ich ziehe eine Switch-Karte oder eine Wind of Gust-Karte. Das kann auch ewig dauern. Oh, Retreat so zu weh. Okay.
Ich darf sogar noch? Ah, das hat eine riesige Frage von mir beantwortet. Wenn ich Retreat mache, ist keine Runde vorbei. Weg mit dir. Dumme Normal-Pokémon. Wahrscheinlich ist die Wind of Gust bei den 4 Karten mit dabei. Tangela ist so geil, weil so stelle ich mir Tangela vor, nicht einfach so ein laufender Kasten, der perfekt sich immer gestylt hält mit seinen Ranken. Nein, es ist einfach ein riesiges Monster mit sau vielen, naja, Tentakeln. Oh Gott. Mach doch nicht sowas. Ach, immer dieses Zurückziehen. Dafür bist du jetzt fast tot. Fast tot bist du dafür jetzt. Er traut sich was. Nein! Was ist dieses dumme Habitat, Mann? Was ist dieses scheiß Habitat? Was soll ich denn tun gegen Habitat? Nix kann ich tun gegen Habitat. Du erwartest doch jetzt nicht, dass ich schon wieder meine Energien weglege. Ich muss alle weglegen. Nur um irgendwie... Ich hab meinen Tangela ist ja tot. Ach, Caterpie, Nidoran. Ey, das ist so ein Bullshit. Das ist so ein Quatsch, dieses dumme. Dumme. Habitag, ey. Lebt sein Kack-Porenta eigentlich noch? Leer. Fuck. Nidoran und entwickeln. Ja, aber ich will... Ja, klar. Ich will nicht schon wieder mein Kampf-Pokémon komplett von allen Energien befreien. Aber ja, ich muss... Achso, ich habe Raupi genommen. Ups. Aber Raupi wird ja auch funktionieren. Ich muss... Ist mein Graveler inzwischen ready? Ja, ne? Oder braucht es 4? Ne, 3. Okay. Das ist dumm. Das ist dumm. Was ist das für ein Kampf? Kann man Spielstellen von einem modded DSi auf den PC übertragen? Ich habe keine Ahnung, wie man DSi moddet, keine Ahnung. Aber wenn du ihn moddest, dann selbstverständlich. Ein neues Elektroball, gell? Ich überlebe. Ich glaube, ich sollte fast... Okay, was machen wir? Was machen wir? Warte, wir haben so viel zu tun hier. Weil die Professor-Eichkarte wäre interessant. Wenn ich ihm jetzt Schaden mache, ist es eventuell paralysiert. Und dann könnte ich Raupi zurückziehen und mit einem Schlag Elektroball umbringen. Wenn ich es jetzt paralysiere. Oder ich lasse mich umbringen. Was ja geht, ne? Er muss noch 2 Karten ziehen. Ich muss noch 1 Karte ziehen. Das heißt, mein Raupi könnte draufgehen. Das wäre okay. Aber... Genau. Also ich greife jetzt an.
Und egal was passiert, ich kann dann mit Georok zum Beispiel genug Schaden. Ich kann sowieso mit Georok genug Schaden machen. Weil ich ja jetzt Georok habe und nicht mehr Rihorn. Mal schauen, ob ich jetzt falsch denke. Du hast ein falsches Deck gebaut? Ja, weil der halt normal Pokémon hat. Ja, warum? Da ist nichts falsch. Wenn man gewinnt, ist nichts falsch. Es hat nur ein bisschen gedauert. Ich glaube, so lange habe ich noch nie gekämpft. Next. Du willst doch nicht auch normal Pokémon haben, oder? Das wäre doch langweilig. Oh, wir haben schon hier bessere Musik. Isaac. Wie immer Onix. Schnell am Angreifen. Hält viel aus. 6 Preise? Dann bist du... What? Aber du bist noch nicht der Typ. Ich will. Er wird doch nicht auch wieder einen Habitak haben. Habitak. Instant Habitak. Pikachu. I rest my case. Ja, ja. Krass, was ich für Karten ziehe, ne? 3 brauche ich, um Onix zurückzuziehen. Nee. Das hätte ich niemals ausgegeben. Selbst wenn ich könnte. Was war das für ein winziges Pokémon? Pinken. Taubsi? You win. For now. Angela. Gibt es nicht inzwischen sogar Unlicht- und Stahlenergie-Pokémon und so? Inzwischen ist doch TCG um einiges komplexer noch als damals. Komm, paralysier. Yes. Paralysier, dann habe ich ihn. Ach, ja, das darf nicht sein. Es wäre langweilig, wenn ich gewinnen würde. Wie, du heilst dich. Habe ich nicht auch Heil-Items? Ah ne, habe ich doch nicht mehr genommen dann. Bringt dir eh nix. Bist jetzt tot. Aber ich habe gesehen, er hat schon andere Normal-Pokémon vorbereitet, wie ein Tauboga, glaube ich.
Oder ein Taubsi. Aber das ist okay. Das ist okay, solange ich hier... Quick Attack? Nein. Sehr gut. Komm, gib mir Gast, was nicht alles. Ich brauch die guten. Die guten Karten. Gust of Wind. Pokémon Trader. Sehr gut. Und nochmal ein Professor Eich. Okay, okay. Geht doch. Gibt es bei den Retro-Achievements auch so gottlose Achievements? Manchmal. Manchmal. Aber da, das ist halt eine Community und wenn da Achievements gemacht werden, die sehr, sehr schwer sind, dann regen sich viele auf und dann wird sie vielleicht wieder gelöscht. Aber es gibt schwere. Pokémon Stadium hat extrem schwere, weil du da die Minispiele auf extrem schwer spielen musst, aber perfekt gewinnen musst. Das ist ultra schwer. Das ist wirklich kaum machbar. Majora's Mask hat zum Beispiel eine schwere Trophäe, dass du das Spiel durchspielen musst in einem Zyklus. Also an den 3 Tagen musst du alles gemacht haben, was auch Perfektion verlangt. Also ja. Aber ich glaube, hier ist keine Schwere dabei. Außer das Spiel spielen halt. Nein. Au. Bist du nicht? Ach, der hat gehyperheilt. Okay. Was macht Pokémon Trader nochmal? Einfach ein Pokémon austauschen, ne? Ja. Brauche ich aber gar nicht, glaube ich. So, ich könnte jetzt zurückziehen. Weil ich weiß, dass das hässliche. Hässliche. Aber ich kann gerade. Ich muss angreifen, weil ich. Warte mal. Nidoran kann 30 Schaden machen. Ansonsten kann Georok noch nicht 10 Schaden machen. Wenn ich den Gegner jetzt weghau, bringt er wahrscheinlich sein Dark Raichu, Pikachu, Pikachu. Dann mache ich ja alle fertig. Dark Raichu, geil. Surprise Thunder, was er sofort machen kann. Aber das ist okay, ich hole dann einfach, wenn er mich umbringt, hole ich mein... Es ist easy. Sollte alles machbar sein. Okay. So, eine geile Challenge. Retro-Achievements. Ich liebe Retro-Achievements. Ich liebe Achievements. Trophäen. Dexter, du bist ein Luxio. Pikachu. Ich meine, ich kann jetzt auch noch super lang durchhalten, wenn es nicht ausgreift an. Ich kann mit Nidorino loslegen, ja. Wenn ich jetzt überhaupt noch Nidorino brauche, weil es kann sein, dass ich jetzt einfach hier durchziehe. Gegen die ganzen Elektromons. Wenn er nichts anderes jetzt mehr zieht. Wenn er jetzt wieder einen Imitak zieht oder sowas, dann habe ich ein Problem. Ah, hätte ich Graveler genommen. Surprise Thunder sollte aber keinen Schaden machen, oder? Eben. Ah, das war die Attacke, ich erinnere mich. Aber alle machen null wegen Resistance. Ich habe Nidorino von allein gezogen. Ich bereite mal eins vor, aus Angst. Gust of Wind. Let's do it. Gust of Wind ist so asozial. Und es ist so eine Basic-Karte, die man von Anfang an hat. Sie ist so gemein. Das macht nur Nidorino jetzt aber, ne? Oh, warum machen die jetzt so... Achso, weil er einen Münzwurf gemacht hat? Okay, das ist blöd. Das ist blöd, warte mal. Ich habe noch 2 Karten zu verlieren. Wenn ich das Raichu jetzt umbringe, habe ich's, ne? Wenn ich das Raichu umbringe, habe ich's. Machen wir das doch schnell. Bye. Okay. Okay.
Geht doch. Die Normalos sind halt ein bisschen nervig. Hort, Isaac, you clumsy fool. Alright, Leo, you may have won this time, but you're still no match for me. Take some time to toughen up. I'll be waiting in the Psychic Club for you. Ah, deswegen, ich kämpfe gar nicht gegen den hier. Oh, and since you don't need the Lightning Club anymore, it's yours. I don't need to collect any of the weak cards here anyway. Later, Leo. Remember, I'll be waiting at the Psychic Club. I can't believe it. You somehow rescued the Lightning Club. Ach, du wurdest gezwungen, gegen mich zu kämpfen? Du hättest einfach nicht. Vielleicht hat er absichtlich verloren. Oh nein. Surprise Pikachu. Hast du mein Video angeschaut, Berox? Nice, dankeschön. Hallo JJ. Hast du ein Video zu Achievements? Ich bin da, ich habe da ein paar Fragen. Stell sie alle mich hier, wie du Bock hast. Jetzt sofort. Ich habe kein Video dazu, aber ich will eine Videoreihe machen. Aber dafür muss ich erstmal das erste Spiel komplett retro-achieven. Und das soll das hier sein. Dann mache ich ein Video dazu und vielleicht mache ich dann ein Video dazu, wie man das sich einstellt. Aber es ist eigentlich nicht schwer, wie man sich das einstellt. Aber frag, frag, frag. So, kann ich euch jetzt alle hier bekämpfen, weil ich euch alle gerettet habe? Nö. Ihr seid alle nutzlos. Ich will dauernd ins Pokémon Center meine Karten heilen gehen. Und dann Retro-Achievements in Golden Sun. Also für YouTube mache ich nur Retro-Achievements in Pokémon-Spielen. Aber ja, ich habe, also bisher habe ich 100% in Banjo-Kazooie, Pokémon Gelb, Diddy Kong Racing und Legends, also Ocarina of Time. Aber Golden Sun habe ich zum Beispiel angefangen. Ich kenne halt Golden Sun aus meiner Kindheit, aber ich... Es ist ein sehr zeitaufwendiges Spiel. Ich komme nicht dazu. Da gibt es so viele andere, die ich eher mag. Okay, ich gehe jetzt nochmal überall einmal durch, weil ich Angst habe, dass ich Roland verpasse. Der vielleicht irgendwo auf mich wartet jetzt. Aber ich glaube einfach nicht... So, euch habe ich alle besiegt. Das ist einer der besten JRPGs. Ich weiß. Was ist eigentlich dieses Ishiharas Haus? Ich kann mich auch gar nicht mehr erinnern, was es früher hier war. Das wird 1 zu 1 gecheckt. Hast du gerade gesehen, oder? Ich habe gerade diese Pikachu-Münze geholt. Dann hat es in meinem Emulator hier Bling gemacht, wie eine richtige, wie ein Achievement. Und unter mir in der Liste ist, hat sich das Achievement auch freigeschalten. Das passiert alles live, ohne dass du irgendwas machen musst. So, hier kann ich nämlich auch noch kämpfen. Ich speichere einmal kurz. Ich schaue jetzt die anderen Sachen an. Das ist total geil. Ja, du nimmst einfach einen Emulator, der das unterstützt, zum Beispiel Retro-Achievements, loggst dich ein und dann passiert das alles automatisch. Du musst halt immer die Version vom Spiel spielen, die das unterstützt. Und das ist meistens nicht die deutsche Version. Also du kannst nicht einfach Pokémon Smaragd auf Deutsch spielen, dann werden keine Achievements angezeigt. Weil der das erstellt hat, hat das in der englischen Version erstellt. Manchmal gibt es mehrere Versionen, dann kannst du auch die deutsche Version spielen, aber sehr selten. Ich habe ein Pokémon Computer Search bekommen. I'd like to duel Brittany? Let's go, Brittany. Welchen Emulator nutzt du? Hier RetroArch, weil nur in RetroArch... Es gibt noch mehr Emulatoren, die das können, aber RetroArch unterstützt Retro-Achievements. Immer Onyx, ey, immer Onyx. Wobei, ist das eine Pflanzentrainerin? Dann
Wobei, ich glaube, meine, die sind gegen Wasser. Ich bin nicht gegen Pflanze allergisch. Pokéball lässt also für einen Münzwurf ein Pokémon raussuchen. Würde es Achievements auf der Switch geben, wäre die Welt etwas schöner. Ja, aber ich glaube, das wird es nie geben, weil Nintendo, glaube wegen den Kindern das nicht macht, weil Achievements immer... Okay, ich bin weak. Ja, können wir diesen Kampf abbrechen, bitte? Ich dachte, ich bin weak gegen Wasser. Ich gerade eine Münze geworfen. Achso, weil ich verwirrt bin. Achievements haben viel mit Sucht zu tun. Und ich glaube, deswegen macht Nintendo das nicht. Aber keine Ahnung, vielleicht ja doch irgendwann mal. Tschüss. Bin ich jetzt wenigstens noch dran? Wahrscheinlich nicht. Nein. Ich brauche verschiedene Decks einfach. Ich glaube, ich habe ja auch ein Feuerdeck. Ich muss einfach das Feuerdeck bei ihr nehmen. Dafür würde ich... Ich würde gerne Kämpfe einfach beenden. Das geht nicht, ne? Ich mache kurz so, Leute. Es tut mir leid. Drück nur auf dann die ganze Zeit. Okay. Ich hab doch eins. Starterdeck. Ich glaube das Starterdeck. Ja. Arbeiten wir das kurz. Energy Search, Energy Retrieval. Professor Oak? Ach so, ich. Muss ich meine Karten auf alle Decks verteilen? Was? Das macht ja gar keinen Spaß dann. Ach, hier ist der Bill drin. Ich muss meine ganzen... Oh Gott. Growlithe. Bonita. Rapidash. Vulpix. Dark Charizard. Das Unterschied zwischen dem hier, Flametail 20, Pokémon Power, Ember aber 30. Dann machen wir so. Moltres. Life Bomb. Was ist Wildfire? You may discard any number of energy card attached to Moltres when you use this attack. If you do, discard that many cards from the top of your... Okay. Der voll anstrengend dann. Wenn man nur die Decks mit all den Karten erstellen kann. Das heißt, wenn ich jetzt Professor Eich auch in einem anderen Deck will, muss ich das andere Deck auflösen. Bin ich jetzt da? Ja, hier. Okay. Es gibt schon Achievements, nur halt keine Online-Datenbank. Ja, es gibt Achievements in Spielen selber. Es gibt halt, wenn ein Nintendo-Game sich dazu entscheidet, Achievements zu machen, dann sind die halt in dem Spiel selber. So wie bei Pokémon gibt es auch in Schwarz-Weiß 2
Medaillen zu holen, die hardcore sind. Warum ist da jetzt ein Dick da? Ich habe ein Feuer. Es ist nicht nur Feuer. Okay. Cool. Coole Hand. Hallo Uwe. Das wäre fatal gewesen. Gust of Wind. Ich kann nichts machen. Was ist hier los? Hä? Was ist das für ein Deck? Achso, nee, aber nee, stimmt schon, ich bin verwirrt einfach nur. Feuerkampf, ja. Nice. Ich hätte nur langsam gern auch ein anderes Pokémon. Wäre geil, wenn das ihr einziges Pokémon auch ist, so wie bei mir. Habe ich jetzt gewonnen. Wäre so schön! Schade. Ich muss jetzt eine Karte ziehen, sonst bin ich dood. Oh Gott. Oh Gott. Leech zieht 20. Tschüss! Was für ein Dreck. Okay, ich mache die Kampfsachen weg. Aus meinem Starterdeck. Gust of Wind, Computer Search. Switch, Scoop Up, Pokémon Trader, Pokédex, Pokémon Breeder, nee. Professor Oak. Habe ich auch normale Energien? Das wird ein seltsames Deck. Mal schauen. Onita, sollen wir Moltres nehmen? Nein. Flamethrower, macht Flamethrower irgendwas? Discard one energy. Na gut, aber ich kann gar keinen Arcani. Ich habe gar keinen Arcani? Ist das in einem anderen Deck drin? Wahrscheinlich. Ich mag die Feuer-Pokémon nicht so. Hey, aber ich kann normale Pokémon immer nehmen. Ah, da ist, sind sogar welche dabei. Radikal, Spearow, Meowth, Persian, Eevee. Eevees Quick Attack war krass. Sand Attack. Farfetched. Habe ich nicht. Ich habe kein Farfetched hier. Hound. Muss ich 60 Karten haben? Wahrscheinlich. Full Heal Energy. If you play this card from your hand, the Pokémon you attack it to is no attach it to is no longer asleep, confused, paralyzed. Okay. Potion Energy. Play this card from your hand, remove one damage counter from the Pokémon you attack it to if it has any. Okay, was ist das für Karten? Let's go. Okay. Jetzt. Please. Was haben
Mauri, du bist ein Eisenfalter. Stabilo, du bist ein Hut. So, das ist auch schon mal hier interessanter. Eibersi. Oh, jetzt fängt, ich habe gerade hochgehalten, jetzt fängt an, meine Schulter weh zu tun. Mein Oberarm. Die Double Vaccination. Sasam, versteh dich. JJ, du bist ein Entei. Ist das überhaupt erlaubt? So was Geiles zu sein? Haha, Loser. Galoppa, Potion Energy. So, was ist das jetzt? If you play this card from your hand, remove one damage counter from the Pokémon you attach it to, if it has any. Also es ist halt einfach, es ist einfach eine Potion. Nur dass es als Energiekarte zählt. Was hat man davon? Was hat man davon, dass es als Energiekarte zählt? Ich tue das auf deinen Stapel, JJ. Natürlich. Ich muss für Ember Feuer weglegen. Ist okay. Ah, das bleibt dran. Du hast da dann halt eine Energie mit drin. Achso, das ist eine Energie tatsächlich. Nur die Energie hat einen Effekt. Achso. Okay, das ist dann cool. Autsch. Ich mach das mal. Ich weiß nicht, was jetzt kommt, aber vielleicht macht es mir nur 10 Schaden, was jetzt kommt. Wie zum Beispiel Hornliu. Kannst du mich vergiften? Dann bin ich jetzt blöd. Dann bin ich weg. Haha, ich habe überlebt. Spearow. Zu sehr weh, dieser Sam, oder? Razor Leaf 30. Habe ich keine Resistance? Gar keine Resistance? Okay. Gather Fire. Gather Fire. Gather. Once during your turn before your attack, you may take one energy card attached to one of your other Pokémon and attach it to a Charmander. Ah, ich kann quasi Feuerenergie von woanders wegnehmen und auf mich drauflegen, aber nur wenn ich eine habe. Oh, Confusion braucht 2. Shit. Passt schon. Haben wir gleich. Bitte sei verwirrt. Nice.
Yes. Oh, das macht sogar 20 Verwirrtheit. Geil. Winning! Sie weint grüne Tränen. Ugh. Ich glaube, es ist in meiner ersten richtigen... Oh, ein Electek. Wie dieses Electek aussieht. Manche Karten sehen wirklich exakt so aus wie die Karten selber und dann kommt eine, die... Ich meine, dieses Electek kennt man, die Karte, aber das sieht nicht wirklich so aus. Arcanine, geile Karte. Kakuna. Da ist auch schwer, Arcani drin zu erkennen. Das geht schon, aber Takedown 50. Speak with Nikki in Ishiharas Haus. Okay, okay. Die war aber die ganze Zeit nicht da. Aber gut. Wo ist Roland? Da ist sie. Ich suche eigentlich Roland. Aber vielleicht kann ich ihn noch gar nicht sehen. Yes, my name is Nikki, the clubmaster of the Grass Club. You fought Miss Brittany to learn of my whereabouts. Thank you very much. Since you could defeat Brittany, surely you're trustworthy. Mach mir ein Deck. Please take this. It might be useful when fighting Grr Number 2. Tatsächlich. Grr Number 2 Defeat Deck. Habe ich den nicht schon besiegt? Oddish Coin. Und jetzt guck unter mir die Liste. Nick. Alles automatisch. Ich habe nichts gemacht. Sweet. Feel free to use it as you like in any future duels. Please do your best to save the Grass Club. Grr Number 2. Okay, ich suche immer noch Rolando. Wir waren gerade im Grass Club. Aber hier ist noch niemand. Wahrscheinlich muss ich jetzt Grr Number 2 woanders besiegen. So, entschuldigt. Ich gehe jetzt noch einmal kurz überall durch. Ich will wirklich einfach sicher gehen, dass ich nirgendwo Roland verpasse. Weil es gibt eine Trophäe, die sagt, dass ich ihn besiegen muss. Aber irgendwie... glaube ich, Roland einfach noch nicht bekämpfbar. Hier habe ich alles schon, hier war ich überall schon. Das ist schwer zu merken, wo man schon was alles besiegt hat, vor allem. Ich muss immer wieder überall durch und mit allen reden. Okay, der eine ist im Psychic Club, das war aber Grr Number 4. Und im Fire Club, ich glaube, das ist Number 2. Aber was für ein Deck habe ich denn da gekriegt, ey? Grr Number 2, Defeat Deck. Ich habe ein Pflanzenwasserdeck gekriegt. Das ist aber nicht geil, wenn der tatsächlich jetzt Feuer hat. Kann nicht sein. Ich traue mal dem Spiel. Das kann auch nichts werden. Wenn der... Aber wahrscheinlich hat der gar nicht Feuer. Ah, das ist Grr Number 3. Ja, aber Grr Number 3 habe ich doch auch ein Deck. Hier, Punish Deck. Schauen wir mal. Wobei, das ist doch das Kampfdeck, was ich gebaut habe. Das, was ich hatte. Okay, besiegen wir jetzt ihn. Ich hoffe einfach, dass das mit Roland jetzt nicht verkackt ist dadurch. Mal schauen.
Okay, ich habe noch nie mit Wasser gekämpft. Ich habe nur ein Shigi. Okay. Vulpix. Er hat ein Oddish. Weakness Feuer. Schön. Aber meine Weakness ist nicht. Nee, meine Weakness ist Elektro. Das heißt, er hat Feuer- und Pflanzen-Pokémon? Nicht. Fukano. Soll ich mein... Nee, ich bereite mein Vulpix vor. Vulpix macht 20 Schaden, aber oh, wie ist das nochmal? Charge. Boah, Charge kann ich. Flipper Coin. Das andere ist wieder... Ugh. Okay. Confuse Ray ist schon geiler. Aber macht halt nur 10 Schaden. Und braucht 2 Feuer. Dafür kann der Charge, aber die Attacke macht vielleicht gar keinen Schaden. Ich mach Vulpix. Starmie. Ninetales. Ninetales ist, kostet zu viel, dieses Pokémon. Verfragen mit folgender Prämisse. Du bist ja auch so um die 1,90. Bist du vollends zufrieden mit deinem Stuhl? Mein Stuhlgang ist vollkommen in Ordnung. Verbesserungswürdig, aber vielleicht doch. Nein. Auch unter seinem Equipment aufgeführt. Ich hasse meinen Stuhl wie nichts anderes auf der Welt. Es gibt vielleicht ein paar Zuschauer, die ich mehr hasse als meinen Stuhl, aber ansonsten niemals hol dir einen Stuhl, der als Gaming Chair vermarktet wird. Niemals. Hol dir einen Bürostuhl für 100 Euro. Geh in irgendeinen Möbelladen, setz dich in die Bürostühle rein, nimm den, der am bequemsten ist. So diese Mesh-Dinger, dass es auch atmet. Dieser Stuhl ist einfach nur ein fettes Brett und es ist einfach Marketing schlechthin und hat 400 Euro gekostet und ich finde, es gibt nichts Unbequemeres, auf dem ich sitzen kann. Das ist ab 30 so, ja. Auf mich zu paralysieren. Das ist unfassbar. Du schneidest dir nur dein eigenes Blatt. Ich bereite gerade alles vor und du wirst verrecken. Frosted Fire Blast was? Discharge one fire. Mann! Was ist Lure? If your opponent has any bench Pokémon, choose one of them and switch it with his or her active Pokémon. Ach krass. Lure ist hart. Aber dafür kann ich halt nur eine krasse Attacke machen und muss Feuer weglegen. Oh, das ist halt auch blöd. Bist du begeistert von denen? Nee. Das liegt halt auch daran, ich brauche einen Stuhl, der mich quasi fesselt und mich zwingt, in einer gewissen Position zu sein. Dieser Stuhl ist es nicht. Dieser Stuhl ist einfach nur so etwas, was ich komplett machen kann, wie ich will natürlich. Aber es unterstützt null mich irgendwie im Sitzen und es ist ein teurer Stuhl, ne? Das ist Noble Chairs. Vollkommen teuer, 400 Euro, aber für mich ist es nichts. Gaming Chairs sind komplett überbewertet. Danke. Also ich sitze in meinem Stuhl, wenn ich, also ich sitze auch jetzt da wie ein Notre Dame, das ist schrecklich. Small Bash. Skull Bash. Wollen wir den Skull Bash machen? Was macht Skull Bash? Macht das irgendwas? Nein, einfach nur 20. Danach tot. Da kommt sogar ein kleiner Panzer angefahren. Ich konnte nichts machen mit Shigi.
Das ist echt traurig, wenn du einfach dreimal hintereinander, ich glaube viermal hintereinander einfach gestunt wirst. Ich habe welche mit Lennstütze, die so richtig wie Autositze sind. Das hat das Ding auch, bringt gar nichts. Ich habe einen Buckel. Aber ich glaube, kein Stuhl kann einen Buckel korrigieren. Wenn er da ist, ist es zu spät. Ja. Der Stuhl hat gut dazu beigetragen, glaube ich. Oh, was für ein süßes Glumander. Einfach so 30? Ich könnte Ninetales machen. Das hält so krass viel mehr aus, oder? HP 80. 50. Und dann kann ich jetzt mit 80 weghauen. Aber das wäre nur ein Pokémon, was ich dadurch weghauen kann. Gott, das sind so viele. Nur Charmanders! Dem mache ich 40 Schaden die ganze Zeit. Was macht Stendo eigentlich? Auch, nee, jetzt auch 40 Schaden die ganze Zeit. Was? Nein. Nur, dass ich halt paralysieren könnte. Discard one energy card in order to use this attack. Remove all damage counters from Starmie. Ach krass. Komplette Heilung auf Starmie. Ja, hart. Entweder ich entwickle jetzt Vulpix zu Vulnona und kann dann eine fette Attacke machen, aber muss jedes Mal eine Feuerenergie weglegen, um Glumanda umzubringen. Also ich muss Glück haben, Feuerenergie zu ziehen. Und im Moment habe ich noch nicht mal genug Feuer. Oder ich retreate und hole ein Sterndu und mache die ganze Zeit 40 Schaden, aber halt auch nichts aus. Kosten Retreat. Eine bloß. Okay, machen wir es so. Rückentraining hat gegen meinen Buckel geholfen. Ja. Soll ich das mal machen, ne? Natürlich ziehe ich jetzt Feuer ohne Ende. Ha. Wenigstens ist es weg, aber wahrscheinlich. Fuck, man. Soll ich es jetzt entwickeln, damit es nicht weg ist danach? Aber dann kann ich nicht angreifen. Beziehungsweise ich kann angreifen und mich komplett heilen. Aber dann verliere ich wieder eine Wasserenergie und kann wieder zwei Runden lang nicht angreifen. Fuck. Der Gurt, der um meinen Oberkörper rumgeht. Ich habe sogar so ein Ding. Aber holy shit, sind die unbequem. Und nicht mal unbequem im Sinne, dass sie mich zwingen, gerade zu sein. Sondern unbequem, dass sie ins Fleisch reinschneiden, hier an den Seiten. Ich habe so einen Gurt tatsächlich mal geholt. Aber damit der mich aufrecht stehen lässt, muss der in mein Fleisch reinschneiden. Ist doch kacke. Dann hast du keinen richtigen Gurt. Ja, doch. Nur die Motivation ist auch sehr gering für sowas. Oh Mann, das ist ja wie Sophie's Choice hier. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Entweder ich bring's um, aber dann bringt das Glumanda mich danach um. Das nächste. Oder ich entwickle mich jetzt und heile mich komplett. Aber
Was hat er denn für andere Glumandas? Sind die genauso stark? Aber das Glumanda ist gemein. Oh Gott. Aber das kann doch kein Flametail. Die sind alles die gleichen, die können alle Flametail. Oh wow. Krass. Was hast du für ein Glumanda-Deck? Ja, so oder so. Warte mal. Okay, ich mache jetzt einfach so. 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 Ich habe schon eine Energie abgemacht. Ah, fuck. Ich habe gehofft, dass ich jetzt... Ah, aber ich muss Recover mit zwei Wasserenergie sogar machen. Aber ist okay. Dann kann ich zumindest zwei Feuerenergie drauflegen und kann dann Starfreeze machen. Aber das geht sie nicht aus. Das geht sie nicht aus. Ich hätte es umbringen sollen. Aber das nächste hätte mich dann... Ich schätze mal, dass er noch Feuer... Aber er setzt keine Feuerenergie ein. Das heißt, sein nächstes hätte die Attacke nicht machen können, weil es keine Feuerenergie hat. Ja, ich hab... I choose poorly. Nope, das war dumm. Das war so dumm. Das war dumm. Aber so oder so wäre es weg gewesen. Ich bin jetzt nur ein Glumanda hinterher. Bitte, 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 bitte. Oh. Nein! Nein, du Schwein! Da, Windgust! Die asozialste Attacke von allen! Wow, okay, cool. Ich hätte gern... Danke für dieses tolle Deck, was mir jemand hier gegeben hat. Läuft echt super. Läuft echt super! Hätte ich wohl Nona mal, hätte ich mal Vulpix entwickelt? Ja, hätte ich. Ich hätte gern Wasserenergie, wie wär's damit? Hätte ich mal Kopf gewürfelt. Ey, eine Wasserenergie, danke. Du, Flor, yay. Kann der mir mal wehtun? Ah, ne? Alles noch gewinnbar. Alles noch gewinnbar, natürlich. Ich kann auch nicht mal angreifen. Ich kann aber Kick machen. Okay, Squirtle, Bite, Magikarp, Tackle, Flail. Leider nicht. Oh, tauscht aus. Growl. Jetzt macht das nochmal. Steh nicht da. Ich glaube, ich mache jetzt 20 weniger Schaden in der nächsten Runde, ne? Irgendwie sowas. Stomp. 20 plus. Feuer. Ach, dieses Agility ist eine geile Attacke. Nein, nein. Please. Nice. Nice, nice, nice. Ja, Mann. Galoppa ist ein gutes Pferd. Full Heal.
Oh, das ist das Surf. Squirtle. Jetzt sind wir bereit. Das mit Agility ist so geil, weil jetzt der nächste Gegner mir auch nicht schaden kann. Jetzt rennen wir durch. Jetzt hat er gerade einen Magma. Angst vor Magma. Stomp greife ich nur zweimal an, oder? Stomp würde maximal 40 machen. Jetzt kannst du mich angreifen, aber ich habe noch einen Full Heal. Und das macht jetzt natürlich nur 10 Schaden, glaube ich. Was macht Stomp? Flippercoin. Achso, 10 mehr. Okay, es macht einfach 30, wenn ich Glück habe. Ja, dann macht die jetzt nur 10. Aber dafür kann ich mich schützen. Yeah. Es läuft. Oh, es macht sogar 20. Also Ground macht nur 10 weniger. Magma wird vorbereitet. Bisschen Angst vor Magma. Dark Gloom ist eine Fähigkeit von einem Pokémon. Tja. Hat nicht mich verwirrt, sondern ihn selber. Wie geil. Risky. Risky Pokémon Power. Wow. Pokémon Trader. Brauchen wir alles nicht. Wir laufen jetzt hier durch. Mein Gott, laufen wir hier durch. Wirst du das TGT Handy Game auch spielen? Ja. Ich habe schon probiert zu installieren und so von Neuseeland. Aber das Problem ist, wenn du dann Geld ausgeben willst, dann ist da mehr dabei, was du ändern musst. Und das will ich nicht ändern, will ich nicht machen. Deswegen muss ich warten, bis das Spiel bei uns rauskommt. Weil ich will direkt am ersten Tag so viel ausgeben in dem Spiel, wie nur geht. Aber das Max sind nur 150 Euro, deswegen ist das voll okay. Und danach werde ich es wahrscheinlich weglegen, das Spiel. Ich kann natürlich auf War Turtle rufen, das sollte doch 60 Schaden machen. Aber ich habe Angst, dass ich dann irgendwas... Soll ich gucken? Ich muss noch zwei Karten ziehen. War Turtle sollte 60 Schaden machen. Weakness Feuer. Wasser. Was? Ich kann Galoppe einfach retreaten, ohne was zu zahlen? What? Weswegen? Confusion Check. Fuck. Kann ich nochmal? Nein. Shit. Huh. Was? Zweimal? Achso, wegen dem einen. Okay, okay, okay. Du kannst jeden Tag nur 150 Euro ausgeben, pro Account natürlich. Willst du mehr Accounts nehmen für TCG? Nur 150 Euro für ein Gacha-Game pro Tag als Limit ist voll wenig. Ich finde es das krass, dass sie es gemacht haben, aber wahrscheinlich, weil es halt, ne, für Kinder, ein Schutz für Kinder. Aber, also im Vergleich zu Gacha-Games ist 150 Euro nichts. Ich glaube, normale Gacha-Games haben noch nicht mal ein Limit. Please! Fuck me. Shit, 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 shit. Ich muss wechseln. Zum Glück greift er 0 an.
Oh Mann! Lass mich wechseln! Nice. All in all maximal 150. Achso, nee, pro Tag. Happy, du bist ein Schildterus. Oh, der hat gerade ein Moltres hingelegt. Aber ich glaube, ich sollte jetzt echt retreaten. Dann habe ich sofort gewonnen. John, Alter, das kann doch nicht sein. Ich darf nichts machen. Confusion ist schrecklich. Mist. Da ist es. Das war so klar. Da ist es. Das war so klar. Aber das kann jetzt ewig nichts machen. Vor allem, wenn du Blattenergie aufs drauflegst. Ich kann immer noch voll healen. Ich hab locker gewonnen. Es dauert nur. Endlich. Surf. Moment, hast du jetzt keinen? Du hast bestimmt eine Feuerschwäche. Du hast keine Wasserschwäche? Lavados hat keine Wasserschwäche. Egal, mein Galopper hätte eh den gleichen Schaden gemacht. Aber was ist denn das für ein krankes Lavados? Das fliegt einfach über das Wasser, ne? Keine Kampfschwäche, keine Wasserschwäche. Aber verwirrt sein. Komm, sei jetzt verwirrt und dann bring ich dich um. Dann bring ich dich einfach um. Bisher sind die Grr-Kämpfe sogar, finde ich, einfacher als manche kleine Normalo-Kämpfe. So, jetzt werde ich 3 Runden lang verwirrt sein, natürlich. Nice. Endlich. So hinausgezögert sein Untergang. No, defeated again. How are you so strong? Ah, oh, take these booster packs. Was für ein geiles Rosana, was einfach gen Horizont guckt. Was ist das? Was ist das? Ist das Galoppa? Ja. Dark Rapidash. Geiles Abra. Was kriegen wir noch? Omnite. Zazenia, geiles Zazenia. Geowatz. Was kann Geowatz? Oh Gott. Self-destruct. Yes, yes, yes. There are 4 total pieces of that coin to collect. If you own all 4, you can use our airstrip at the airport. Yep, das ist das Ziel. Jetzt die Feuerarena frei. Leo, you have my gratitude. Please come over here. We, the Fire Club, thank you for your help. I know it's not much, but take this fire coin. Charmander. Char. Use the fire coin in a duel to singe. Your competition. Singe. Verbrennen. Halt, vielleicht kommt jetzt Roland. Nein! Shit. Wenn das jetzt... Ich muss so krass auf die Toilette, aber wenn der jetzt kämpfen will und ich verliere, dann habe ich eine Trophäe komplett verpasst. Und dann muss ich nochmal gegen den Grr Nummer 2 kämpfen. Oder 3. Oh! Hey ja, Leo! Wow, so you beat 2 members of Team Grr already. Ich habe eigentlich schon 3 besiegt, deswegen bin ich so verwirrt. Wenn ich den jetzt nicht besiege, muss ich nochmal gegen den Grr-Typen gerade kämpfen. Weil ich nicht auf Speichern gehe, ich Trottel. I wouldn't expect otherwise from my destined rival. Fortunately, I've been amassing lots of cards myself. I've got a full deck now. Let's have a duel! Oh, schau, da unten rechts ist jetzt sogar bei Retro Achievements, wird unten rechts dann angezeigt,
ob gerade eine Trophäe ist, die verpassbar ist. Also unten ist rechts dieses Symbol, was bedeutet, die Trophäe kannst du jetzt gerade verdienen, aber du kannst es auch verkacken. Shit. Wenn der jetzt Elektro hat, bin ich am Arsch. Ich habe ein einziges Pokémon. Bitte hab Pflanzen. Nice. Oh. Oh. Das sieht nach einem krassen Pokémon aus, ey. Oh. Oh. Weakness Psycho. Aber bei Psycho waren wir noch nicht mal. Oh. Ey, wir brauchen jetzt richtig viel Glück. Wir brauchen jetzt einfach richtig viel Glück. Richtig viel Glück. Shit. Kann der mich umbringen in einer Runde? Da stand 30 plus. Ich glaube, der darf zweimal 30 Schaden machen. Er kann auch 0 machen. Oh oh. Oh oh. Hide in Shell. Ah, shit. Oh nein. Kann dieses Mushas gleich Aquaknarre und killt mich sowas von? Hide in Shell Supersonic. Okay, jetzt kann ich angreifen. Aber es ist auch Weakness. Es hat kein Resist. Okay. Aber gerade kann ich nichts machen. Ich hab so Angst. Komm, es ist gerade so geil, dass wir haben beide kaum Pokémon. Es kann einfach sofort vorbei sein. Wenn er jetzt... Nein! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Mach Zahl! Mach nichts irgendwie! Der zieht so viele Karten, ey! Nein, er hat Tentacha hingelegt! Der hat echt Wasser-Pokémon! Zahl! Yes! Okay, wenigstens kann ich das jetzt killen. Oder dann kommt Tentacha und kann mir wahrscheinlich wehtun. Ich habe einen Gyarados. Ich hätte jetzt auch warten können und meine Pokémon mehr vorbereiten können. Hallo, Faulgott. Okay. Tentacha, bitte. Kann mir nicht wehtun. Jetzt hat er sogar Lapras. Okay, jetzt ist es vorbei mit der schnellen Runde. Acid. Oh. Okay, es hat keine Resistenz gegen mich zumindest. Das heißt, auch das ist jetzt hinfort. Es geht zumindest ganz schnell. Ich kann Professor Eich machen. Nein, vielleicht killt er mich jetzt in der nächsten Runde, aber jetzt kill ich ihn erstmal. Es läuft okay. Ich hab trotzdem Angst. Energiesuche. Kann dieses Kickli mich jetzt angreifen? Ja. Und wie es kann. Flippercoin. Ja, es macht 30 Schaden. Shit. Shit, 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 shit. Dummes Tentacha. Nur wegen Tentacha. Gürtel macht's jetzt weg. Das ist wenigstens etwas. Ich habe kein Pokémon danach. Oh mein Gott. Es kann sein, dass ich jetzt lieber Professor Eich mache, weil ich brauche ein Pokémon. Es kann sein, dass irgendwie er ein Gyarados ruft und mich wiped. Ich muss irgendwie ein Pokémon auf die Bank kriegen.
wenn das jetzt wehtut, so viele Karten wegzuschmeißen. Komm. Keine Shillow-Karte. Schade. Okay, dann ist das krasse Ding weg. Lapras ist noch nervig. Das kann mich halt die ganze Zeit einschläfern. Eine Fukano noch eins. Du hast aber noch kein. Er hat sogar einen Chanera. Entspann dich. Ja, und jetzt wird es halt wieder nervig. Gott sei Dank. Vulpix, Growlithe. Staryu. Okay, ich muss jetzt einfach die ganze Zeit Glück haben. Und hoffen, dass ich mal einen Shillock bekomme. Dann mache ich wenigstens 30 Schaden. Und ich glaube, Lapras kann mit 2 schon Surf. Oh nein. Was will ich denn mit Ponita? Was will ich mit den allen? Überlegung wäre jetzt, mich zurückzuziehen und auf das andere zu wechseln. Shino kann 20 Schaden machen und hält 2 Surfer aus. Squirtle kann 10 Schaden machen und hält 22 aus. Okay, ich muss auf Sterno wechseln. Und ja. Und dann ist es nächste Runde weg, das Lapras. Wenn es mich nicht. Also entweder es macht jetzt Zing und nervt mich. Oder es greift mich jetzt an, aber es macht natürlich Gust of Wind, nimmt mein Ponita, was sehr logisch ist leider. Dann nimmt er noch schön viele Karten und dann killt er meinen Ponita in einer Runde. Okay. Blöd. Diese ultra harte Gust of Wind Karte. Wie heißt die eigentlich auf Deutsch? Windsog oder Sturmsog, glaube ich. Okay. Gleichstand. Wenigstens ist das jetzt weg. Er nimmt jetzt Chanera, wofür ich einfach ewig brauche. Ah ne, ist nicht mal Gleichstand, ich bin voraus. 2 Stück sogar. Was macht Chanera? Scrunch? Flipper Coin Effects Prevent All Damage. Haha, das dauert so lang, das umzubringen. Ah, ich habe einen Porenta. Ich habe hier einen Arcani. Aber ich werde doch jetzt kein Arcani vorbereiten. Double Edge. Noch 2 Energien oder kann mir 80 Schaden machen. Chansey does 80 Damage to itself? What? Achso, aber zusätzlich. Also 80-80. Das ist ja krass. Er hat sogar 2 Stück davon. Oh. 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 Ich brauche einen Shillock. Oh. Muss ich jetzt 2 Chaneras umbringen? Oh. Mal wehtun. Es ist eine tickende Zeitbombe, dieses Ding. Aber er hat sich auch keine Energie gegeben. Jetzt habe ich natürlich kein. Was? Ich kann eine Wasser auf Growlithe drauf tun. Ich kann es ja trotzdem ausprobieren. Ich muss den Kampf gewinnen. Ich muss. Oh Gott.
Also alle, ich muss gerade einen Arcani vorbereiten, mit dem ich dann einfach das irgendwie fu-hitte. Takedown. Arcani does 20 damage to itself. Wie viel KP habe ich? 100. Das heißt, überlebt eine von diesen 80ern, die das selber machen kann. Aber ich darf nicht Takedown machen. Und bei Flamethrower muss ich eine Feuerenergie wegtun. Und ich habe keine Feuerenergie. Oh, je. Das wird hart. Ich muss es wenigstens so weit bringen, dass wenn es die krasse Attacke macht, dass es sich wenigstens umbringt. Boah, dreimal hintereinander. Und im Moment hat es noch 100. Das heißt, ich muss noch 20 Schaden machen, dann bringt es sich selber mit der Attacke wenigstens um, wenn es die Attacke macht. Und sonst kann es nicht angreifen. Okay, dieses Arcani kann jetzt angreifen. Flamethrower 50 und dann nochmal 50. Aber es kann halt auch sein, dass er hat kein Wasser-Pokémon mehr. Ich brauche keine Angst mehr für irgendein Wasser-Pokémon zu haben. Was hat Arcani für Schwächen? Wasser bloß. Nur. Ich muss wenigstens so lange angreifen hier, bis dieses dumme Scrunch weg ist. Er zieht zum Glück auch keine Energien. Okay, jetzt kann ich wenigstens was machen. Ich mache 50 Schaden. Im Moment überlebt es aber noch 80, wenn ich jetzt angreife. Ich habe Pokémon Trader. Was bringt mir das? Ich kann ein... Starmie rufen. Kann es paralysieren, wenn ich da noch mehr Energien drauf lege? Ja. Irgendwas muss ich ja machen. Wer hat mehr Karten? Ich habe mehr Karten, okay. Ich kann auch einfach jetzt so lange spielen, bis ihm die Karten ausgehen. Aber ich habe Angst, dass er sich krass vorbereitet. Okay, gleich. Wie sieht denn sein restliches Team aus? Schlecht. Gut. Wenn ich irgendwie Sturm so kriege, dann geht's auch ab. Dann mache ich jetzt nochmal eine Attacke. Und dann nochmal. Und dann kann ich auf jeden Fall Arcani rufen mit 50 Flamethrower oder Takedown. Aber da mache ich mir jetzt selber auch Schaden. Oh. Double Edge. Und das ist das Neue sogar. Er hat ein neues wann? Ich meine, okay, aber wann hast du... Jetzt war das ganze Starmie umsonst. Wann hast du... Dort ist gerade noch 2 Energien. Dann hast du dein Scharniere ausgetauscht und dem neuen 2 Energien gegeben? Wie? Ist das die Fähigkeit von Scharniere? Du hast dein Todesurteil unterschrieben. Es tut mir leid. Also entweder ich mache jetzt Flamethrower und verliere eine, oder ich mache Takedown, was mir selber Schaden macht. Aber dann kann ich wenigstens danach nochmal Takedown machen, bei dem anderen was kommt. Ja, ich sollte Takedown machen. 20 ist ja nicht so schlimm. Okay. 30, oh. Okay, ich glaube, ich gewinne. Er nimmt nicht... sein anderes Chansey, aber es ist auch ein bisschen logisch. Bitte nimm nicht dein Lapras jetzt. Oh mein Gott, er könnte jetzt Lapras nehmen. Er nimmt nicht Lapras. Kann er Macholo nicht zurückziehen? Ich glaube, ich habe gewonnen. Lass mal überprüfen. Weakness.
keine Resistance. Okay. Dann habe ich jetzt die erste versteckte Trophäe, die zweite versteckte Trophäe. Oh mein Gott, hatte ich einen Schiss. Ich muss nach jedem Kampf Ronald defeated one. Und ich muss ihn halt wirklich jedes Mal, weil wenn ich jetzt verloren hätte, wäre es einfach weitergegangen. Und ich muss ihn halt jedes Mal, wenn er kommt, muss ich ihn besiegen. Sonst verpasse ich die Trophäe. The Promotional Card Super Energy Retrieval. Okay, Gott sei Dank. Speichern. Let's go, let's go. Jetzt könnte ich immer noch mit meinem Wasser... Was ist mein Team? Feuer und Wasser. Habe ich beides. Kann ich die ganzen restlichen hier besiegen. Warum steht die immer noch so da? Okay, ich glaube, ich muss erst komplett raus und wieder rein. Beziehungsweise kann man jetzt nicht Sachen hier holen, weil ich die jetzt alle befreit habe. Die wollen alle voll seltene Karten, Mann. Ich hab die nicht. Okay, habt ihr euch jetzt wieder verteilt? Ja, okay. Team Grrr. Vorhin die Wasserarena habe ich doch komplett abgelost, ne? Da habe ich niemanden besiegt. Ach, du willst gar nicht kämpfen? Du willst kämpfen, okay. Die Wasserarena, dafür brauche ich so ein Elektrodeck. Adam. Ich schätze mal, du hast mehr Feuer. Also gehen wir mit Sterndo rein. Sterndo ist eigentlich echt geil. Direkt 20 Schaden. Aber hält halt nichts aus. Carpador. Nice, direkt 40 Schaden. Boah, wird mich das nerven als Gegner. Aber jetzt verwirrt er mich dafür. Nee, geht gar nicht. Du brauchst zwei Feuer, um mich zu verwirren. Ich kenne doch meine Karten. Bisher sind die Karten, mit denen vor allem ich spiele, nicht wirklich neu. Und die gab es, glaube ich, alle im Original auch. Aber in dem Spiel wurden, glaube ich, diese ganzen Team Rocket Karten halt hinzugefügt. Die schon echt cool aussehen, so Dark Charizard. Das ist eigentlich auf Deutsch Dark Glurak. Genau, sag ich ja, die Dark-Karten sind alle neu. Davon habe ich nur nicht so viele. Hey, ich bring dich um mit meinem Schlepp. Das war's, Adam. Adam, bitte streng dich mehr an. Zapdos Porygon. Da sind mal ein paar Elektrokarten jetzt. Was mit dir? Wie sieht's, was habe ich gesagt? Speichern, Mann. Immer speichern. Es geht doch so schön schnell. 5 Stunden spiele ich schon. Jonathan. Jonathan. Nehmen wieder Staryu, mein Held. Staryu hat auch gut gegen Scharniere gekämpft. Das wird genauso schnell. Es geht so schnell vorbei. Wenn ich eine Wasserenergie hätte. Nein. Wie er weg gewesen wäre, wenn ich eine Wasserenergie gehabt hätte. Nice. Wasser. Shit. Nicht mal Resistance. Gib mir Wasser, Mann.
nennt sich das? Ach, Full Heal ist ein Hyperheiler. Ich dachte, es wäre ein Trank. Ach so, ja dann. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich vorhin vielleicht andere Sachen machen sollen. Wo ich die ganze Zeit verwirrt und so war. Egal. Ist okay. Ist okay. Ich komme damit klar. Jetzt ziehe ich die Wasserenergie. Natürlich. Natürlich, natürlich. Ich mache aber Charge, weil ich habe Glück. Hahaha. Ich verschwende doch nicht mein Ember. Fuck. Wie er sich heilt. Du Schwein. Wo sind meine ganzen Heil-Items? Ich werde eh gleich drauf gehen. Erwartest du etwa hilfreiches RNG? Ich hatte gerade hilfreiches RNG. Zum ersten Mal, nicht zum ersten Mal, aber selten passiert es, dass ich mich auf etwas verlasse und dann passiert es sogar. Bitte Wasser. Ja. Spite. Bitte lass Vulcano hier liegen. Danke. Wunderschön. Rapidash. Ich glaube, so weit kommt es gar nicht, dass ich Rapidash benutze. Ich renne jetzt hier durch. Okay, Eboli könnte nervig werden. Mit seinem elendigen Ruckzuckhieb. Schmerz. Ich meine, ich könnte mich zurückziehen. Ich bin gar nicht mal im Vorteil. Im Gegenteil. Wenn der das jetzt besiegt, dann hat er nur noch eine Karte. Ich sollte mich zurückziehen. Aber Stomp ist halt nervig. Jetzt muss ich nächstes Mal Kopf. Dafür machst du jetzt Zahl. Haha. Ich hätte gerne Feuerenergie. So, Kopf. Kangama. Oh Gott, bitte hol nicht Kangama raus. Jetzt kann ich auch das machen, aber Agility sorgt immer dafür, dass ich mich vielleicht Kopf. Oh Mann! Der Kopf war echt, glaube ich, wichtig, weil jetzt könnte was kommen, was mich instant killt. Okay, Fugano. Moment, war Ember 30 Schaden? Ne, 20. 30! Der killt mich! Ein schmickriges Fugano killt einen Galopper. Oh nein. Aber das macht nichts. Squirtle. Oh, Squirtle. Mit der... Ja, Feuer reicht. Ich wusste gerade nicht, ob ich zwei Wasser brauche. Skullbash. Kill, done, winning. Also alles viel zu knapp. Alles viel zu knapp. Oh, ein Legends Pack. Ein Aquana Rizeros. Das könnte ich bei meinem anderen Deck mal reintun, damit ich Rihorn entwickeln kann. Aber Rihorn wirkt schon geil genug. Da ist die Kikli-Karte. Kadabra. Uri Geller, nicht erzählen, dass Kadabra hier im Spiel ist.
Dann kann ich jetzt schon gegen den Maestro kämpfen. Nee, er kann nicht kämpfen, weil er keine Karten hat. Okay, dann habe ich hier alle besiegt. Hier, die habe ich alle gecheckt, ne? Habe ich die gecheckt? Ja, die habe ich gecheckt. Science Club. So, ich weiß, dass ein Grrr noch da wartet, aber jetzt gucken wir uns kurz mal die Achievements an, ob da noch was ist. Noch was ist, was ich jetzt schon holen muss? Ich glaube nicht. Receiver Bill's Computer from Ronald at the Game Center. Bevor ich die GR Fighting Coin bekomme. Thunder Coin, Water Coin, Psychic Coin, Psychic Coin. Grass Fortress ist Ronald drin. Fire Fortress ist Ronald drin. Okay. Nee, ich glaube, nichts ist sonst verpassbar gerade. Say a word to you, okay. Lyrics, ein bisschen singen. Will irgendjemand hier kämpfen oder mir eine geile Karte geben? Nein. Was ist eigentlich hier immer? Gift Center. Receive cards, gift cards. Und hier? Battle Center. Will a friend? Nope. Was war jetzt eigentlich immer hier? Album. Was ist denn die Deckdiagnose jetzt eigentlich? Welcome to Dr. Masons Deck Diagnosis. Okay, es ist einfach nur Tutorial. Okay. Ah, Leo, so you've come already. That's great, but you won't fight me just yet. Isn't that right, Murray? Murray. Precisely, Lady Grr number 4. These are my terms for our duel. You must defeat Murray first. Und dann? Willst du dann wirklich kämpfen oder ziehst du dich wieder zurück? Warte mal, hier ist ein... Vielleicht ist da was drin. Was? You have no new mail. Aber... Warum blinkt dann mein Minicom hat geblinkt? Verstehe ich nicht. Okay. Was macht sie hier? Duel Stephanie. Moment, Psycho. Warst du gut gegen Psycho? Kampf. Andersrum. Ich bleib mal bei dem Deck, was ich jetzt gerade habe. Ich glaube, da ist niemand auf Psycho anfällig. Auf was ist Psycho anfällig? Kampf, oder? Oder ist es nicht andersrum? Was haben wir hier? Sterndu, mein Star. Haha. Der hat Mewtwo. Entspann dich. Mewtwo? Einfach? Karte habe ich noch nie gesehen. Oh, ein süßes Abra auf dem Bäumchen. Kann das Abra was? Keine Feuer. Habe ich viel verpasst, bekam leider sehr schlechte Nachrichten und war eine Weile weg. Mariko, das tut mir leid. Nö. Ich habe gekämpft, ich habe verloren, ich habe gewonnen. Ich habe Ronald besiegt, als ich ihn besiegen musste in einem spannenden Kampf gegen zwei Scharnieras.
Psycho ist auf Psycho? Echt? 50! Es wird nix so. Weakness, Psycho, tatsächlich, ja. Kann einfach 50 Schaden machen, einfach so. Einfach 50 Schaden. Ohne auch nur mit der... Ja, mit der... Ich glaube, Mewtwo hat keine Wimpern. Aber einfach so, ohne das da zu zucken. Knallhart. Ich muss Glück haben, dass sie keinen Mewtwo hat, direkt von Anfang an. Wasser. Ich habe mein Deck ein bisschen umgebaut, aber ich habe auch ein ganz anderes Deck jetzt. Ich brauche jetzt noch irgendwie ein Psycho-Deck. Ich habe eigentlich, glaube ich, so gut wie keine Psycho-Pokémon. Dieses Carpador ist jetzt einfach weg. Spielst du ein Wasserdeck? Im Moment spiele ich ein Wasserfeuerdeck, ja. Aber das werde ich wahrscheinlich gleich nicht mehr tun. Ich wüsste nicht, was ich sonst spielen soll. Nice. Ist normal resistent gegen Psycho. Okay. Ich könnte das eine Deck, was ich habe, nehmen. Das mit den Normalfeuer. Das Normalfeuerdeck. Knallhart. Bam. Ein Mewtwo. Stefanie. Das probieren wir vielleicht gleich nochmal. Ich probiere mal erst. Das war, glaube ich, das hier. Hier sind zumindest Normal-Pokémon drin. Und hier steht Resist. Ja. Yep, 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 yep. Das resistet Kampf. Versuchen wir das mal. Damit habe ich doch vorhin ganz gut gekämpft. Und zuerst gegen den da. I'm Daniel. Was? Okay, aber du willst nicht kämpfen, Daniel. Okay, probieren wir nochmal Stephanie. Stephanie mit den 20 Mewtwo-Karten. Oh, das süßeste Radfratz. Ist es gegeben, dass sie einfach Mewtwo hat von Anfang an? Komm. Fuck. Einfach gleich. Gleich kann es wieder 50 Schaden machen. Zumindest macht es an mir nur 20 Schaden. Ich spiele zurzeit den ersten Teil und farme ein paar Bills und Professor Eichkarten. Das geht? Kann man in dem Spiel farmen? Kämpfst du immer wieder gegen Gegner und hast dann random Booster Packs, die du aufmachen darfst? Wow, nur 20 Schaden. Noch ein Radfratz. Gut, gut, gut. Jetzt mache aber bitte einen 20er. Yes. Das ist Rosana. Die andere Rosana-Karte, Dark Rosana, ist um einiges witziger. Kriege ich von der wenigstens dann die Mewtwo-Karte, wenn ich die besiegt habe? Kann gut sein. So ein Deck mit einem Mewtwo direkt drin.
Okay, dieses Radfratz ist so viel besser. Was war das andere? Das sah zwar süß aus, aber das hier ist so viel besser. Ich kill jetzt mit diesem Radfratz einfach... Ich hätte eine Potion-Energie machen können, aber ich brauche nicht wirklich eine Energie, außer ich ziehe jetzt ein Radikal. Ich kill jetzt einfach mit diesem Radfratz das Mewtwo. Oh Gott, Simsala. Was? Was ist für ein Kampf? Bringt noch nicht mal was, oder? Nee. Wobei. Allein dafür hätte ich jetzt schon gewinnen sollen. Abra. Okay. Kann mir das was antun? Mew wird vorbereitet. Was hat die für ein krasses Psycho-Deck? Das macht 10 Schaden? Was ist das für eine Attacke? Was macht denn Psybeam für einen Schaden? Nein, egal. Das zeig's mir jetzt mal. Abra, Psychic Beam. Choose one of your opponent's Pokémon and do 10 damage. Okay. Einfach 10 Schaden. Egal wie, wo, was. Krass. Geht hier einfach auf meinen Vulcano. So smart. Kann nix machen. Kann ich die Potion Energie auf ein anderes Pokémon legen? Das probiere ich gerade nicht aus. Angst. Das Glumanda ist toll. Ja, ist tatsächlich toll. Radikal, zu spät. Mann. Ich habe keine normalen mehr. Ich habe Habitat wieder. Aber das ist nicht resistent. Gust of Wind können wir mal ausprobieren. Potion Energy macht nicht so viel Sinn bei Glumanda. Mewtwo? Sicher nicht. Jinx? Okay, Mew ist das Beste, was da liegt. Okay, es macht 10 Schaden pro Energiekarte, die es hat. Das ist Devolutions. Krass. Mew kann einfach ein Pokémon entwickeln. Also ententwickeln. Nicht so ganz klar, wie ich das jetzt machen soll. Wenn es dem jetzt noch eine Energiekarte gibt, dann killt es mich. Aber du wirst doch eher dein Mewtwo vorbereiten, als jetzt dein Mew... Okay, es hat nicht. Das macht jetzt 20 Schaden. Hallo Fabian. Ein Item. Im ersten Teil gibt es 4 Boosterarten, was auf den Trainer verteilt sind. Eine Boosterart, was die Trainer haben, sind gelockt. Okay. Okay, ich habe eine Switch gezogen. Bringt die mir was? Ich könnte mich heilen, dann sterbe ich nicht. Außer sie legt eine Energiekarte auf Mew drauf. Zweifle ich aber. Oder ich switch auf was anderes. Ich kann auf das andere Charmander einfach switchen. Das könnte Ember, dem ich es umbringe. Aber ich habe keine Energiekarte. Ich kann die Energiekarte auf das Glumanda drauflegen, dann habe ich eine Energiekarte. Das ist nur schade, weil es hat keinen Schaden.
es hat keinen Schaden. Ja, nur jetzt kommt dafür ein krasses Mewtwo einfach. Was bestimmt schon 50 Schaden machen kann. Oh, ich ziehe Glutexo. Aber sie nimmt Rosana. Double Slap. Please! Ja! Oh! Okay, gut. So muss das. RNG. RNG. Was brauchst du? Slash. Noch eine. Gust of Wind. Sicher nicht. Ich glaube, ich bin glücklicher. Mit was wäre ich glücklicher? Soll ich Mewtwo einwechseln? Aber Mewtwo braucht nur noch eine Energie. Und Jinx macht die ganze Zeit Double Slap. Nee. Nee. Das lass mir so. Ich embere. Aber wenn ich ember... Ich kann nicht zurück. Ah, ich muss embern. Ich kann nicht zurück. Boah, wie gemein. Ich dachte mir, vielleicht ist es doch besser, nicht zu embern, damit Glutexo schneller krass ist. Hey, Jairu. Es hat Mewtwo eingewechselt. Und macht sofort eine Energie drauf und macht 50 Schaden und ich bin weg. Wow, wie soll ich denn jetzt... Ich kann immer noch Gust of Wind machen. Wir können irgendwie noch probieren zu gewinnen. Glutexo. Ich habe keinen Arcani, sonst würde ich Fukano nehmen. Ich nehme mal den hier. Wir haben eine Feuer gezogen, aber es ist trotzdem eine zu wenig. Es ist eine Energie zu wenig, um richtig Charmeleon Flamethrower Schaden zu machen. Ich kann Gust of Wind machen. Selber macht 20 Schaden. Abra hat 30. Also natürlich werde ich jetzt auf Abra gehen. Aber schade, dass ich nicht Scratch machen kann. So schade. Danke, dass du Abra noch auf die Bank gepackt hast. Kann er Abra einfach zurückziehen ohne irgendwas? Dann bin ich jetzt tot. Ja. Schade. Oh, es war irgendwie knapp. Aber ja, Abra ist so ein schwaches Pokémon. Natürlich kann man das einfach zurückziehen. Aber das war das Beste, was ich hätte versuchen können jetzt. Schade. Zwei Mewtwo-Karten. Wie? Du hättest auch Jinx wechseln sollen. Dann wäre die Chance gewesen, dass es mich nicht angreift. Oder hatte das gar keine Energie mehr? Die hatte keine Energie mehr. Aber Abra ja auch nicht. Ich hätte überprüfen müssen, ob Abra umsonst eingewechselt werden kann. Ich war mir sicher, dass jedes Pokémon mindestens eine Energie braucht, um eingewechselt zu werden. Aber es gibt Pokémon, die brauchen keine Energie, um eingewechselt zu werden. Aber ich schaff die. Ist nicht so schwer. Ne? Nur ein Radfratz-Deck, ja. Halt echt. Spielst du das erste auch noch auf Achievements? Irgendwann? Innerhalb der nächsten 20 Jahre? Rattata. So, dieses Rattata ist so viel besser. Als Ruckzuck-Hieb-Rattata. Wir haben sogar schon ein Radikal. Sweet. Wobei der Bite ist genauso stark. Okay, Super Fang auf Mewtwo wäre halt geil. Überleg mal, dann bist du schon fast 60. In 20 Jahren? Ja, ich dachte gerade, ich bin weit über 60 dann, aber nein. Und hat sie ein Mewtwo? Sie hat nur ein Abra. Wow. Bitte mach jetzt nicht irgendwas Komisches, dass du 20 Schaden machst.
Das braucht sogar nur eins. Das braucht zwei. Okay. Dann hätte ich das mal davor machen können. So, was war Computer Search? Ich muss zwei Karten weggeben und kann dafür eine Karte raussuchen. Okay, Superfang wäre geil, wenn ich das machen darf, wenn da jetzt was Krasses kommt. Aber es kann auch sein, dass sie noch nichts hat. Sie hat immer noch, sie hat auch hier nur ein Abra. Aber sie tut zwei Energien drauf. Geht auf Ponita. Jigglypuff. Das ist ihr letztes Pokémon. Im Moment. Außer sie zieht jetzt etwas. Nope, aber sie holt sich was. Ah! Der Superfang wäre jetzt besser. Oh, Potion Energie. Perfekt. Perfektes Timing. Leider wäre das gerade stärker gewesen. Schade. Superfang macht immer 50% Schaden auf HP. Das ist mir durchaus bewusst. Bitte bring mich nicht um. Ich bin so nah dran. Bitte bring mich nicht um. Aber du hast drei Energien. Du wirst mich so... Trans-Damage? Oh! Du Schwein! Alter, das kann das? Win, GG, Schadentransfer hat's gemacht. Schadentransfer hat es einfach gemacht. Knallhart, Schadentransfer. Einfach Schadentransfer. Boah, jetzt steht da wieder so ein krankes Viech vor mir einfach. Kleines Abra und auf einmal steht da, ach, es ist sogar ein Simsala. Es ist ja noch nicht mal nur ein Kadabra, es ist einfach ein Simsala. Es wäre so geil, wenn es jetzt einfach wieder das gleiche macht. Aber solange ich jetzt eine Feuer ziehe, habe ich es. Außer, ich weiß nicht, ob wieder was auf der Bank ist. Aber 30 Schaden. Bitte Feuer. Krank. Ich kann mir aber eine Feuer jetzt holen. Okay, es ist das einzige Pokémon. Wie krass. Das nächste wäre Feuer gewesen. Das nächste wäre Feuer gewesen. Das war gut. Oh mein Gott. Das ist so ein kurzer Kampf, aber so knapp. Wow. Zum Glück habe ich das Ponita nie eingesetzt. Wie, du gibst mir noch nicht mal? Du gibst mir noch nicht mal ein Booster-Pack für diesen kranken Kampf? Drei Mewtwo, Simsala und was nicht alles? Wow. Robert. Du willst auch nicht kämpfen? Ihr seid alle komisch. Ich dachte, ihr beschützt alle diese Arena. Aber Team Grrr nimmt einfach allen die Karten weg. Und dann können nicht mal die... auf deren Seite jetzt gerade für die kämpfen. Okay, Murray. Achtung, geile Musik. Ratata. Falsches Ratata. Also nehmen die nicht die gleichen Sprites, sondern verschlechtern sich? Das kann nicht sein, dass Teil 1 andere Karten hatte. Das sind genau die gleichen Karten. Da guckst du nur falsch. Jetzt Fleckmann sieht so geil aus. Muss ich?
Bitte mach Kopf jetzt sofort. Du Schlampenradfratz. Du Sau. Was tust du da? Lamos! Mann. Big Yawn. Ja, bei meinem Pech. Okay, gut. Haha, das ging wohl nach hinten los. Moment, habe ich nicht so viele Pokémon? Rapidash, jawohl, jawohl, jawohl. Das wäre das war dumm. Wenn man keine Energie braucht, sollte man, glaube ich, nicht die Energiesuche anwenden. Kopf! Natürlich wacht es auf. Natürlich. Bam, bam, bam. Was tust du? Okay, okay. Nice. Ich verbrauche gerade mein ganzes Glück. Ich verbrauche mein Glück fürs Aufwachen. Das Alakazam sah grottig aus gerade? Ja, weil es Simsala Team Rocket ist. Dieses Simsala war niemals in deinem Spiel drin. Du kannst es also nicht vergleichen, weil es war nicht in deinem Spiel drin. Das ist nur in Teil 2. Big Yawn Lieblingsattacke. Darf ich? Was ist hier los? So, ich könnte jetzt auf Rapidash und 30. Das ist halt auch ein Full Heal Energy. Nee, dann warte ich lieber. Was macht der mit seinem richtigen Team gerade? Nicht viel? Wow, hat der ein Pech mit Energy. Uff. Dann warte ich noch ein bisschen. Weil ich will nicht unbedingt Full Heal Energy einsetzen. Wenn ich hier auch 20 Schaden machen kann. For free. Aber er wacht auch immer wieder auf. Er macht nichts. Krass, er zieht keine Energiekarten. Was ziehst du für krasse Karten? Ich habe Angst vor den Karten. Okay, und jetzt wache ich auf, komm. Was ist hier los? Großartig. Okay, damit kann ich leider nichts anfangen. Ich kill das jetzt so richtig langsam. Wow. Krass. Murray hat richtig Pech. Oh, er hat eine Energie eingesetzt. Oha, er wacht auf. Jetzt schlafe ich. Ey. Okay, wir haben die Chance, es jetzt umzubringen. Ey, jetzt ziehe ich die ganzen Heil-Items. Was ist hier los? Komm schon, komm schon. Kopf. Yes. Oh, ich habe einfach einen Lamus umgebracht, nur mit Radfratz. Weil er nur Pech hatte. Aber jetzt kommt wahrscheinlich ein Rosana, was Doppelschlag macht ohne Ende. Pound, okay. Ich habe was gegen Pound. Potion. Und da ist die dritte Feuer Energy. Was war nochmal Energy Retrieval? Trade one of the other cards in your hand for up to two basic energy cards. Großartig, großartig. Kann ich Habitat wegtun. Aber jetzt wird weiter gequick-attackt.
Ich habe noch nie so Glück gehabt. Ratata, macht den ganzen Kampf hier. Das ist okay, das ist okay. Das ist eh eine gerade Zahl hier. Ist gut, dass ich mal einen Zehner rein tue. Er hat einen Kadaver. Gust of Wind. Mal schauen. Mr. Mime. Neutral Damage. Boah, die Karte, ey. Kadabra kann einfach schon... Was ist Retreat bei Mr. Mime? Eine, okay. Was ist Retreat bei Jinx? Zwei. Er wartet wahrscheinlich nur drauf. Kadabra. Krass, gegen ein Psycho-Pokémon ist die Attacke doppelt so stark. Okay, ich glaube... Ich mach Gust of Wind. Und dann ziehe ich mich zurück. Hab ich Retreat-Kosten? Nein. Ich habe Resist. Ach, hat mein Radfratz Resist? Ah, nee, anscheinend nicht, weil sonst würde der Pound ja keinen Schaden machen. Der Pound hat schon die ganze Zeit Schaden gemacht. Doch. Aber die hat mich doch die ganze Zeit gepoundet. Hat die mich nicht gepoundet? Die hat die ganze Zeit gepoundet. Hat mich was anderes gepoundet? Was hat mich gepoundet? Hat mich Slowbro? Nein, die hat mich gepoundet. Nicht Slowbro, die hat mich gepoundet. Warum kann die mich pounden? Interesting. Ich kann auch hier wechseln. Ich würde gerne noch eine Attacke machen, weil wenn ich dann wechsle, kill ich es mit einem Schlag. Und dann kann ich Gust of Wind machen. Ich mache Gust of Wind, wenn er Kadabra ruft. Das muss ich machen. Eigentlich sollte das nicht so sein. Eigentlich bezieht sich immer der Typ vom Pokémon auf die Attacke, nicht was die Attacke für Elemente braucht. Okay, jetzt kann ich mit Rapidash das umbringen. Pounded. Kann sein, dass Pound als Normalattacke gilt. Und deswegen... Aber dann müsste das doch hier stehen. Bei Pound steht nichts. Keine Ahnung. Ich ziehe mich jetzt zurück. Und mach Rapidash. Und ich habe einen Bill. Das starke Glumanda. Energy Retrieval. Let's go. Nita. Was? Warum kann ich nicht Energy Retrieval machen? Ach, ich muss zwei Energiekarten wegtun, um... Achso, ich dachte komplett andere, normale Karten. Okay. Dann geht das gerade nicht. Aber vielleicht werde ich nicht getroffen nächste Runde. Yes. Ich habe so viel Glück in diesem Kampf. Das ist unfassbar. Diese eine mit Mewtwo war tausendmal schwerer als der jetzt hier. So, jetzt kommt eben das Kadabra, das mir nicht wehtun kann. Er hat super viel Pech. Er darf keine Karten ziehen. Er hat einen Schlurp hingesetzt. Ich ziehe eine Energie, mach die auf Charmander. Mach Gust of Wind. Hol Mr. Mime rein. Wo ich einfach nur zweimal Ding machen muss. Außer er gibt jetzt Mr. Mime eine Energie, dann kann er es wieder zurücktauschen. Aber so viel Pech wieder hat. Er zieht nicht zurück.
Charmander, Growlithe. Und Grutexo würde ich auch gerne mal ziehen. Komm, schütz dich. Yes. Ich hab so krasses Glück. Wenn ich's brauche, hab ich's. In diesem Kampf. Nicht jedes Radfratz hat Psychoresistenz. Ich habe aber geguckt, das Radfratz hatte Psychoresistenz. Deswegen habe ich ja geguckt. Er hat nicht Kadabra gerufen. Wie gefällt dir das Spiel bisher? Spielst du es zum ersten Mal? Ich spiele den zweiten Teil zum ersten Mal, ja. Ich mag Kartenspiel. Warum hat er Mr. Mime gerufen? Sein Kadabra kann einfach angreifen. Computer Search. Was bräuchte ich denn? Radikal. Okay, das mache ich alles erst, wenn ich es brauche, oder? Es läuft viel zu gut. Der wartet vielleicht auf Simsala. Und wieder bin ich geschützt. Ich kann mir Glutexo holen. Jo. Da ist Glutexo. Passt schon. Jetzt holt er Kadabra. Aber selbst dieses Kadabra ist einfach mit zwei Schlägen weg. Aber Blink ist halt gemein. Null. Und jetzt ist er geschützt. Oh. Das ist natürlich blöd. Ja, egal. Ich mache das auch, um mich zu schützen. Ah, schade. Blink-Check. No Damage. Ach so. Oh! Das heißt, es ist sogar schlechter. Meine Agility ist so viel besser als seine Attacke. Aber dafür muss ich halt eine Münze würfeln. Gerade richtig Bock, Yu-Gi-Oh! Zu spielen. Ja, ich habe Yu-Gi-Oh! War ich nie so drin. Ich habe ein bisschen Anime damals geguckt, aber nicht wegen dem Kartenspiel. Das habe ich nie gecheckt. So, mein Charmeleon kann einfach 50 Schaden jetzt machen. Aber ich mache jetzt eine Super Potion, einfach weil ich kann. Habe ich gerade dafür eine Energie hergegeben? Super Potions nehmen der Energie weg? Ja, dann. Oh. Full Heal Energy. Alles geht nicht. Oh Mann, okay, das war jetzt blöd. Ich hätte lesen sollen. Aber boah, ich hätte nicht gedacht, dass ein Heil-Item mir eine Energie wegnimmt. Na gut. Stomp ich halt. Macht eh 40, vielleicht auch 30 Schaden. Haha. Komm. Nein. Aber ich sehe auch, ich finde es interessant, immer wenn er eine Karte zieht, sehe ich, ob sie ihm gefällt oder nicht. Ich würde mich auch interessieren, woran sich das hält, wonach sich das richtet. Ob ihm die Karte gefällt oder nicht. Macht nichts, ich kann jetzt direkt wieder. Wie viele Karten? Der hat noch keine von meinen Karten gekillt. Ich habe so, also wenn ich jetzt noch verliere, das wäre ein Wunder. Und ich bin geschützt und ich gehe durch. Also, ich glaube, das wird der einzige Kampf bleiben, der so gut läuft für mich. Ich weiß gar nicht, wo ich meine ganzen Energien hin tun soll. Es läuft viel zu gut. Ich könnte jetzt nochmal einen Computer benutzen, um einfach zu gucken, ob ich Abra rufe. Das kann ich machen. Ich mache Computer Search. Nehmen Eevee, ein Rattata und ich sollte noch ein Wind of Gust haben, außer, das liegt natürlich in dem Stapel drin. Also ich habe keins. Oh, das Deck hat vielleicht nur ein Wind of Gust und nicht zwei. Glurak? Glurak. None of your Pokémon can evolve?
Nein, das geht nicht. Kann ich nur Dark Glutexo zu Dark Glurak machen? Oh, ich dachte, ich kann jedes Glutexo zu Dark Glurak machen. Ich lerne so viel. Oh, das ist ja schade. Das ist richtig schade. Schwören können, ich kann die einfach alle entwickeln, wie ich will. Oh, Menno. Jetzt habe ich hier eine Glurak-Karte rumliegen. Was kann die eigentlich? Continuous Fireball. Nailflick? Mailflick? Ja, dann, keine Ahnung. Ich muss jetzt nur dreimal Agility machen dürfen. Okay, das Knuddeluff will ich nicht. Shit. Ich muss nochmal dreimal Ding machen. Was macht denn Schlurp eigentlich? Wenn der jetzt irgendwie Sturmsog macht oder so, dann bin ich auch genervt. Okay, ich werde fast paralysiert werden. Was macht das? Okay, ich kann immer noch meinen Full Heal machen. Vielleicht soll ich den langsam einsetzen. Wo war der Full Heal? Ach so, Heal. Oh Mann, Heal geht immer auf Statuseffekt und nicht auf Leben. Oh, warum ist das so formuliert? Heal heißt für mich Leben, Mann. Aber Full Heal ist hier der Hyperheiler. Full Heal heißt Hyperheiler und nicht Ultra Heal. So eine verschwendete Karte. Wenigstens schütze ich mich die ganze Zeit. Okay, wenn er jetzt nicht wechselt, habe ich's. Aber wahrscheinlich wechselt er. Also du musst doch klug genug sein, um jetzt zu wechseln. Er wechselt nicht. Okay, tschüss. Got it. Wow. Ich meine, das war so ein langer Kampf. Aber ich habe ihn so... Er hat keine von meinen Karten zerstört. Ich habe 6 Karten gehabt. Defeated. Leo has defeated. Uah. Oder das ist dieser Aggro-Typ. The mind control I've been under has been safely dispelled. It seems to have been triggered from my defeat. Thank you, Leo. Will you still fight with Grr number 4? In that case, accept this gift. I give you all 60 cards in the Grr number 4 Grifty deck. I send a record of the deck to Dr. Mason's. Yep. Poin. Alakazam. Also, deine Untergebene war um einiges krasser als du. Aber du hattest einfach nur Pech. Du hattest richtig Pech. Okay, so, kann ich jetzt gegen ihn wenigstens kämpfen? Oder sagt er wieder, ich lauf weg. Ich nehme mal die Pikachu-Münze, oder? Die sieht am lustigsten aus. Ich habe gerade ein Deck gekriegt, um Grr Number 4 zu besiegen. Soll ich das nehmen? Ich glaube, dafür muss ich in Dr. Masons Labor. Ja, hier, oder? Nee. Ich muss ins Labor dafür. Wusstest du jetzt, warum ich nie wusste, was das Spiel von mir wollte? Nee, warum? Das Spiel sagt dir eigentlich die ganze Zeit, was du machen musst. Oder wie meinst du? Geht es bei dir oder an dem Computer? Wo geht das? Autodeck Machine 1. I would like to make a deck. Collected decks. Grr Number 4 Deck. Crafty Deck. Load Deck.
Only four decks are allowed at once. Ja, deswegen will ich ja eins wegmachen. Crafty Deck. Okay. Nice. Achso, nicht die Story, sondern die Karten haben dich verwirrt. Ja, aber wenn man die Karte selber durchliest, soll es kein Problem sein. Ich habe halt einfach angenommen, dass Full Heal, aber das habe ich ja vorhin schon, das war dumm von mir. Full Heal hat vorhin schon mich überrascht, dass es ein Hyperheiler ist. Es war klar, dass Energy Full Heal auch der Hyperheiler ist. Okay, dann versuchen wir jetzt mal Grr 4 mit dem Grr 4 Deck zu besiegen. Steht er immer noch neben ihm. Good luck. Okay. Ich habe keine Ahnung, was für ein Deck ich habe, aber es soll gegen den gut sein. Mask Mystery Grr Number 4. Vorhin haben sie gesagt, es ist eine Sie. Aber es sieht so aus. Achso, das ist ein Mund. So. Okay. Das ist ein Schnurrbart. Okay, habe ich das Deck überhaupt gewechselt? Ich glaube, ich habe das Deck nicht gewechselt. Aha. Naja. Spiro. Ich wünschte, man kann aufgeben. Aufgeben wäre so eine schöne Option. Traumato. Hast du schon was fürs Gen 7 Video gemacht? Nö. Das dauert noch sehr lang, bis ich damit überhaupt anfange. Pack, pack, pack. Im Deutschen heißt er Elektrolyt Axel und der Psychotyp Alex. Achso, Elektrolyt. Ich dachte, er heißt Elektrolyt Axel. Der Elektrotyp heißt Axel und der Psychotyp heißt Alex. Okay. Hast du schon Shiny Crypto Entei gefunden? Nö. Ich habe meine Gamecube seit 3 Monaten nicht mehr angeschlossen. Läuft doch ganz gut. Schade, ich dachte, vielleicht ist es sein einziges Pokémon. Okay, er hat Wasser-Pokémon, das ist blöd. Gut, es reicht mit den Feuerenergien, oh mein Gott. Uwe und Olaf heißen auch welche. Sie hat ein Mew. Hypno eingewechselt. Ich weiß nicht, welches Charmander das ist. Ich muss mir das eigentlich mal merken anhand des Levels. Es ist das Falsche. Hypno, sieht cool aus. Tschüss, Dark Hypno. Großartig. Was hast du noch? Geil, Trank. Jetzt kommt wieder das Sepa, das mich nicht... Oh Gott, doch, das kann mich umbringen. Fuck. Damn, Mist. Das ist jetzt blöd gelaufen. Hätte ich mal Spiro draußen gehabt. Kick. Flametail. Macht Flametail irgendwas?
Kick, Flametail? Nö, einfach angreifen. Geil, okay. Aber wir kicken. Wir Flametailen, wir kicken. Wir Flametailen, wir kicken. Wir Flametailen. Ist egal. Snobilikat. Es kommt Mewtwo, Mew. Mew macht so viel Schaden, wie es an Energie hat. 20, verdammt. Potion Energy. Ich kann Potion einsetzen. Ich könnte es schaffen, wenn... Doch. Ich sollte dieses Mew locker jetzt besiegen. Dieses Krabi sieht geil aus. Das Krabi, ich dachte, was ist das? Klibbe? Aber es ist einfach ein braunes Krabi. Aber auch hier, okay, wir sind nicht paralysiert, aber es macht 20 Schaden. Verdammt, ey. Immer dieses Hin und Her die ganze Zeit. Bleib doch mal bei deinen Pokémon. Sei doch mal stolz auf die. Ich will jetzt aber nicht austauschen, aber ich muss. Oh mein Gott, es hat... Oh mein Gott! Das ist so dumm gemacht. Ich habe mich schon die ganze Zeit immer geärgert. Aber ich habe noch nie eins zu viel gedrückt. Wenn du auf Retreat gehst, bleibst du auf Retreat. Und mein Habitak braucht keine Energie. Aber Vulcano schon. Jetzt kann ich nicht wieder zurück zu Habitak. Oh, es ist dumm. Ich kann nichts machen. Ich muss einfach Schaden nehmen. Weil ich eins zu viel weitergeklickt habe. Das ist so gefährlich. Krabi sieht cool aus, ja. Ich bleib auf Vulcano, ist mir jetzt egal, soll drauf gehen. Das hat's verdient. Warum Krabi drei Energien? Was hat er vor mit Krabi? Oh mein Gott, wird es jetzt gleich zu Kingler? Mein Kingler hat ja erst richtig Aufmerksamkeit gekriegt in Gen 8 mit Giga Kingler. Hat er keine Giolitine, die auch 30 Schaden macht? Okay, ist okay, ist okay, ist okay. Switch, gut, gut, gut. Was ist das? Dieses geile Rosane. Was über die Asche seiner Opfer guckt. Nicht paralysiert, aber dead? Ist das eigentlich ein riesiges Skelett hinter dem? Nee. Okay, noch zwei. Ich glaube, ich auch zwei. Kann ich mal einen Galopper ziehen, bitte? Okay, ich kann den Gegner austauschen. Ich selber muss aber noch eine pushen. Shit. Ohne Feuerenergie. Hast du zufällig ein sauschwaches Pokémon, das ich lieber mir gegenüber hätte? Mew kann so im Moment nur 10 Schaden machen, aber ich kann ihm nicht wehtun. Jinx kann Cold Breath machen. Was paralysiert und Ice Punch. Ah ne. Sleep. Okay. Eine Feuer und ich kann es confusen, aber nur 10 Schaden machen. Ich meine, ich kann dann immer noch Windgust machen, sobald ich. Mew macht 10 Schaden. Warte mal, kann ich irgendwie 10 Schaden, 20 Schaden machen gerade? Und Nita macht Kick. Okay. Dann weiß ich, was ich tue. Wir machen Gust of Wind auf Mew. Dann machen wir Switch auf Ponita. Und dann kick ich
Mew ins süße Gesicht. Und jetzt bringt mich Rosana um. Ich dachte, es wäre die letzte Runde. Aber da kommt ja noch was. Ist okay, ist okay, ist okay. Das war sinnlos. Aber ist okay. Wir sind jetzt wieder gleich auf. Aber wenigstens ist dieses Mew weg. Wir sind an der exakt gleichen Stelle wie gerade. Okay. Ich hatte das Gefühl, ich bin super smart gerade. Also kann ich Energy Search machen. Kann Feuer nehmen. Kann es confusen. Was ganz gut ist. Und ich habe immer noch die Potion Energy. Wenn Volnona, aber Volnona ist kacke. Fuck. Come on. Es macht halt nur 10 Schaden, Mann. Gib mir einen Radfratz. Krabi ist jetzt auch auf dem Deck. Ah, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 Hilfe. Krabi könnte 60 Schaden mehr machen, beziehungsweise macht 20, sobald es auch nur eine Wasserenergie bekommt. Kann ich irgendwie 40 Schaden instant machen jetzt? Irgendwie. Reißig kann ich machen mit Mauzi mit sau viel Glück. Ah, Mann, 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 Mann. Ich kann immer Glück haben, dass ich es... Also im Moment kann es mich noch nicht umbringen, erst nächste Runde. Ich kann immer Glück haben, dass es verwirrt ist. Dann tut sich 20 Schaden. Und dann komme ich mit nochmal 10. Und es hat keine Wasserenergie. Also vielleicht hat er keine Wasserenergie. Weil er hat ihm gerade die Psychoenergie gegeben. Weil er keine Wasserenergie hat. Komm schon. Nein, nein, es wäre zu schön. Keine Wasser, keine Wasser, keine Wasser. Oh Gott, wechselt er jetzt auf Sepa. Okay, er braucht nur noch eine Wasserenergie, dann kann er 60 Schaden meinem Vulpix machen. Da sehe ich das Radfratz. Oh, ich kann Radikal noch nicht draufpacken. Okay. Ich sollte trotzdem... Er hat jetzt halt auch Horsey. Rattata hat halt nur 30. Das heißt, oh Mann, ey. Wenn er jetzt eine Wasserenergie hat, dann kann er meinen Radfratz auch umbringen, weil ich mein Radikal noch nicht draufpacken kann. Das heißt, ich könnte auf Mauzi wechseln, aber Mauzi braucht auch eine Energie, um überhaupt zurückgenommen zu werden. Vulpix braucht auch Energie, um zurückgenommen zu werden. Also ich muss jetzt meinen Vulpix zurückziehen. Und dann kann ich halt die Potion Energy auf was auch immer legen. Entweder ich mache Mauzi, oder ich muss Mauzi machen und dann hoffen, dass ich noch eine Energie bekomme. Aber dann habe ich wenigstens Radikal, was ein bisschen mehr aushält. Aber, ja, wenigstens hält Mauzi 2 Geolithin aus. Und vielleicht hat er keine Wasserenergie. Ich muss das so machen. Mauzi. Mach jetzt direkt die Potion Energy. Wenigstens kann ich angreifen. Geh all in und bleib auf Vulpix. Warum? Warum? Pass auf, er zieht jetzt eine Wasserenergie. Okay, Psychoenergie. Ja, er hätte auch einwechseln können, um mich umzubringen. Hat er nicht. Jetzt habe ich eine Feuerenergie. Pack die auf Rattata. Mach daraus Radikal. Aber ich kann jetzt noch... Nö. Ich wechsle aus. Geh auf Radikal. Wäre fast wieder zurückgegangen. Und macht 20 Schaden und tot. Schau, alles einfach durchkalkulieren im Kopf. Und gewonnen. Nice.
Das war knapp. Das war viel zu knapp. Aber er hat keine Wasserenergie gezogen. I lost. Incredible. Okay, das ist ein cooles Pack. Oh, Gengar, Dark Morrowak, Dark Knogger, Dark Golduck. Alter, was ist das für ein kranker... Ich kenne die Karte null, aber es ist wahrscheinlich ein Enton, was einfach Hyperstrahl macht. Entoron. Oh, dieses Vulcano sieht süß aus. Das Porygon ist auch lustig. Nightly Garbage Run. Slowpoke, Psyduck. Ey, sind so viele süße Karten, Digga. Krass. Raichu, Aerodactyl, Golem. Nice. But because you bested my toughness, take this coin piece. Nice. Hallo, Beetle. You know what those coin pieces are for, right? You can travel to Grrr Island if you collect all four Grrr. Ja, das weiß man schon. So, und nochmal check ich jetzt die Missable Trophies. Aber das habe ich ja gemacht mit Imakuni. Imakuni muss ich einmal getroffen haben, bevor ich die Coin kriege. Die ich jetzt dann kriege, wenn ich den letzten besiege. Der letzte ist, glaube ich, dieser gelbe. Komischerweise Nummer 2. Halt, speichern. Oh mein Gott. Wie sieht's hier aus? Hat jetzt Bock? Hat jemand Bock? Es verändert sich echt nichts, solange ich nicht Team Great Rocket besiegt habe. Der war, glaube ich, bei Gras. Ne, bei Gras war niemand, ne? Das check ich nicht so ganz. Ist der hier, weil hier hieß es doch. Habe ich am Deck gekriegt gegen den Dreier. Vielleicht flüchtet der dann hier noch hin. So beim Science Club. Hier ist jemand. Hier ist auch noch böse Stimmung. Bist du hier? Oh, da. Der Weiße, bist du das? Oh, hey, what a sight. Everything here belongs to Team Grrr. That includes this club's master, Rick, of course. He's all ours. Oh, who's there? So the rumors are true. It's you, Leo. It's he just now strong you are. N und M sind nicht unterscheidbar. Okay, direkt Nummer 2. Bam, bam, bim, bam. Rim, bam, bum, bam, bum. Active Pokémon, Spearow. Ich weiß gar nicht, ach, das wäre 3. Jetzt hätte ich das Team gegen 3 auswählen sollen. Ey, ich bin so blöd. Ich kämpfe die ganze Zeit mit den falschen Decks. Dabei wird es mir vorgekaut. Aber Spearow war cool. Jetzt habe ich sogar mal Dark Charmeleon. Heißt der Uli? Hieß der Uli, dieser Wissenschaftler? Ich kann mich dran erinnern, glaube ich, ja. Dieses Onyx ist wirklich die hässlichste Karte, glaube ich. Neben dem Voltoball. Dieses Onyx ist verrückt. Ich glaube, wir erkennen nur nicht, was die Linien sein sollen. Aber es sieht so traurig aus. Aber die können mir nicht wehtun. Haha. Oh. Er kann mich nur paralysieren. Habitat for the win. Wieso weißt du die ganzen Namen von den Clubs? Kannst du mich nicht paralysieren, bitte? Wenn ich nicht mehr Energien habe.
aufzuwickeln. Ich ziehe die coolsten Karten, aber ich brauche Energie. Arenaleiter, ich kenne alle Arenaleiter aus Gen 1, weil ich da als Kind halt mir das alles gemerkt habe, aber inzwischen, was mich nicht interessiert, merke ich mir nicht. Ich habe es mir echt, ich kann mir das nicht mehr merken. Ich wusste die alle, als ich die Spiele dann gespielt habe, also ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie zum Beispiel, ich habe mir besonders gemerkt in Gen 5 die Flug-Arenaleiterin und die Stadt und ich hab's, weiß es jetzt nicht mehr. Ich wusste, dass ich das eine Zeit lang echt mir gemerkt hatte. Weil es irgendwie so prägnant war, die Stadt und so. Ey, ich darf angreifen. Ich habe keine Energie. Crazy. Hey. Ich besiege jetzt ein Onyx mit einem Habitak. Wie es Arceus sich ausdachte. Ich habe lange kein Pokémon mehr gespielt und ich vergesse langsam wieder die Namen von einigen Pokémon. Ja, von Pokémon sowieso. Nee, von Pokémon geht. Die habe ich alle im Kopf. Ich komme nur oft nicht drauf. Da letztens ja... Also, zuerst einmal hat... Ah, wie heißt er nochmal? Ich komme auch auf seinen Namen nicht. Hat Alpha Red hat einen Stream gemacht und dann auch ein Video, was ich mir komplett angeschaut habe, wo er jedes Pokémon versucht hat aufzuzählen. Nicht nach der Reihe, aber einfach nur an 1025 Namen denken. Und er hat es geschafft mit ein paar Jokern und ein paar Mal hat er Freunde angerufen, weil er es nicht wusste und hat sich Tipps geben lassen. Aber der hat irgendwie 3 Stunden gebraucht, bis er alle 1025 Pokémon in der Liste abgekreuzt hat, aufgeschrieben hat. Und dann irgendwie 4 Tage später hat Absol hat einen Stream gemacht jetzt, wo er alle 1025 Rufe erkannt hat. Und er hat es geschafft. Alle 1025 Rufe von einem Pokémon wurde einfach random abgespielt und er hat eingetippt. Aber hat auch irgendwie 4-5 Stunden gebraucht. Richtig lang. Kann dieses Diktar mir wehtun? Das sollte dann nicht mehr als 30 Schaden machen. Dick under. Ah, es wird dann was anderes angegriffen. Nein, noch nicht. Also vielleicht, aber... Hey, Slap Fireball 70. Da muss ich doch bestimmt was ablegen. Den ersten Satz habe ich nicht wirklich verstanden, warum der da steht. Aber gut. Dark Charmeleon. Warum hat er denn jetzt Onyx zurückgerufen? Ich meine, ja, okay, um nicht drauf zu gehen, aber das hat nicht so viel gebracht. Also die 1025 Pokémon bekomme ich vielleicht auch in 3 bis 4 Stunden, aber Rufe? Also er konnte halt, der Ruf hat halt, das war halt eine Website und das hat einen Ruf angehört, random, und dann konnte er eintippen. Und er konnte halt so viel eintippen, bis es richtig war. Also du könntest genau genommen 1025 Pokémon eintippen, bis es stimmt.
Also er hat natürlich viel auch dann geraten und immer wieder, das klingt nach dem, ah nee, es klingt nach dem, ah nee, es klingt nach dem. Er hat sie nicht auswendig aufgeschrieben. Es ist halt eine Website, die dir sagt, ob es richtig ist oder nicht. Aber trotzdem. Das ist quasi nochmal, denk an 1025 Pokémon, aber ordne sie zusätzlich dem Ruf zu. Und denk dran, welche du schon hattest und du nicht vielleicht nochmal testen musst. Also es ist schon crazy. Habitag einfach hier MVP. Nix kann ihm angetan werden. Außer Rettern, vor dem habe ich Angst. Frap. Don't frap it. Nice. Ich hab Potion. Ich hab Potion. Bitte nicht paralysieren, bitte nicht paralysieren. Das wäre so schrecklich. Wieder ein Kampf, in dem ich Glück habe. Oh, Dark Charizard. Und ich kann es sogar bauen. Ich kann es sogar machen. Noch nicht, noch nicht. Vielleicht kommt es gar nicht dazu, aber ich könnte. Ich weiß gar nicht, also ich brauche 4 Feuerattacken, 4 Feuerenergien, die ich habe jetzt. Jetzt kommt er wieder mit Onix. Kannst mir nichts mit Onix. Außer halt mich nerven. Aber not today, Onix. Not today. Ja, Dark Charizard. Nur 2 Feuerattacken? Wie krass sind diese Rocket-Karten? Flip a number of coins equal to the number of Fire Energy Cards attached to Dark Charizard. This attack does 50 damage times the number of heads. Also wenn ich 3 Feuerenergien darauf habe, kann ich 150 Schaden machen. 4. Es ist nicht so, dass ich, wenn ich Zahl werfe, dass es dann abbricht. Nein, ich kann so 4-mal jetzt werfen und ich kann 200 Schaden machen. Deal. Deal. Shit. Shit. Danke für 50 Schaden zumindest. Ich muss eine wegschmeißen. Soweit habe ich nicht gelesen gehabt. Oh Mann. Das ist typisch, ne? So typisch. So typisch. Erstens nicht weit genug lesen. Zweitens, dass man nur Pech hat. Aber ich hatte die ganze Zeit Glück. Jetzt habe ich wieder Pech. Nice. Ich kann auch eine normale Attacke, oder? Ich resiste sogar. Wie gut. Aber ich mache trotzdem. Aber ich kann Nailflick machen und das macht einfach nichts. 10 Schaden, aber es ist zu wenig Schaden. Aber es wäre so eine Verschwendung, jetzt wieder eine Feuerenergie wegzuschmeißen. Let's go. Nein. Nein. Das widerspiegelt so gut, was das RNG hier mit einem macht. Das ist so krass. Aber was für ein krasses Glurak. Richtig krass gute Karte, wenn man ein bisschen besser würfelt. Vor allem, ich bin resistent gegen Kampf. Die können mir alle nichts. Computer Search. Was soll ich denn Computer searchen? Was könnte ich Computer searchen? Feuerenergie. Einfach die ganze Zeit jetzt Feuerenergien. Komm schon. Ich brauche nur 2. Danke. Haha. 200 Schaden. Ach, jedes Mal, dass ich dann würfel, muss ich eine Feuerenergie weglegen? Jetzt verstehe ich die Regeln erst. Ich muss jedes Mal, wenn ich Erfolg habe, die Feuerenergie weglegen. Ja, okay, das ist dann natürlich ein bisschen blöd. Das ist eine krasse Karte, aber oh mein Gott, ist die hart. Keine Feuerenergie mehr. Wie geil. Hey, aber jetzt reicht eine, um dieses Kleinstein zu killen. Die ich nicht ziehe natürlich. Ja, doch hier.
Nailflick. Blup. Wie gut. Was für eine geile Attacke. Ich meine, es macht Sinn. Sie wirkte sehr OP. Die Attacke wirkte sehr OP. Aber das heißt, man freut sich und auf der anderen Seite ist es richtig, richtig kacke, wenn man viermal... Ich habe 200 Schaden gemacht. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Schaden gemacht in diesem Spiel in meiner ganzen Kindheit damals. 200 Schaden? Das ging wahrscheinlich gar nicht. Was ist der höchste Schaden, den man im TCG 1 hätte machen können mit dem krassesten Glück? Wahrscheinlich 120 oder so. 200 Schaden. Ja, dann machen wir jetzt was anderes. Ich meine, das ist die letzte Karte. Dann gehen wir auf Spiro zurück und machen einfach Windy Windy. Auch ein sehr einfacher Kampf. Wegen meinem Habitak. Oh oh. Habe ich Stummsog? Nö. Ja. Dann. Ja. Bist du zufällig auf Feuer? Weakness. Okay. Okay. Ich kann ihm 20 Schaden machen mit Dark. Und Nita kann, wenn ich ihm eine Feuerattacke Sachen gebe, 60 Schaden machen. Ich brauche noch eine Feuerziehen, dann kann ich 60 Schaden machen. Das ist, glaube ich, das Maximum. Was ist, wenn ich noch eine Feuerenergie gehabt hätte? Hätte ich dann 250 machen können? Oder steht da maximal 4? Das kann sein. Oh, jetzt hat er einen Dickdreh draus gemacht. Feuer. Mist. Ey, nur Schrott. Bitte zieh das jetzt nicht auch noch zurück. Du kannst nicht einen Parasekt zurückziehen ohne Energie. Das kann nicht sein. Dickdreh, Dark Dickdreh. Aber er zieht. Oh Gott. Er zieht nicht zurück. Jetzt zieht er wahrscheinlich Switch und zieht zurück. Nein, du bist tot. Hahaha. Sollen wir es richtig machen? Hier, Fire Energie, Ponita, Retreat, Ponita. Oh. Sinkhole Check? Wo kommt das denn her? Parasek, oder? Flame Tail, 60 Schaden. Weil wir es können. Und da haben wir das erste richtige, den ersten richtigen Teil abgeschlossen vom Spiel. Wir haben alle Grrs besiegt. Oder? Vielleicht noch nicht. Also wir haben die Grr-Coin jetzt, oder? Oder ist Dark Duck Trio? Einfach im Weltall? Dark Jolteon? Dark Kadabra? Nice. Oder ist die Mankey-Karte? Die Mankey-Karte ist so cool. Die habe ich auch, glaube ich, in echt hier. Dark Rapidash, den haben wir schon. Dragonier. Was war das? Squirtle wieder. Nice. Bing, bing. Richtig viel geschafft heute, obwohl ich am Anfang, glaube ich, eine Stunde lang gegen nichts gewonnen habe. Und damit kann ich jetzt zum... Oh, shit. Ich schaffe es immer wieder, zu sagen, hey, ich muss definitiv speichern. Nach jedem Kampf, damit das hier nicht passiert. Hey, Leo, I was sent to find you. Ich glaube aber nicht, dass wir kämpfen. I was busy while you were fighting against members of Team... GR. I snuck aboard their airship and took back some stolen cards. The cards have been returned to their owners in the island clubs. I also managed to snatch a few booster packs while I was there. Here, this lost isle booster pack was under your name on it. Has your name on it. Karten, Karten, Karten. Pixie. Oh, was für eine krasse... Was ist das für eine Mashok-Karte? Sind es Snubbles? Das kann nicht sein. Was hat das Mashok da auf den Schultern? Aus wie Snowballs. Geile Smogon-Karte.
The airship that flies to GR Island is finally ready to board. You've gotta go, but be careful, it's enemy territory over there. I'm going to stick around this island and collect some more cards. My decks need a lot of work before I'm ready to travel. I'll see you later, Leo. Okay, das heißt, jetzt ist auf der Insel hier, also die Insel, die wir schon immer kennen, hier ist jetzt wieder alles normal. Aber ich kann jetzt in einen neuen Bereich. Und in diesem neuen Bereich kämpfe ich jetzt komplett gegen Team GR wahrscheinlich die ganze Zeit. Und das war, gefühlt war das das Intro vom Spiel. Jetzt habe ich meine Insel gerettet, aber ich gehe jetzt auf die Insel von den Bösewichten. Aber dann speichere ich jetzt hier heute. Wir haben viel geschafft. Viele Achievements. Eine versteckte Trophäe gekriegt. Aber ich muss weiterhin aufpassen, dass ich die versteckten Trophäen nicht verpasse. Das ist sehr ärgerlich. Aber das war's. Habt ihr schon alle das Brutalanda-Video gesehen? Ich esse jetzt. Und vielleicht gibt es später wieder einen Silent Hill 2 Stream. Ich habe Bock weiterzuspielen. Oh mein Gott, meine Schulter. Ich wurde doppelt geimpft heute. Oh mein Gott. Oh, strong. Strong. Hast gerade geguckt? Nice. Dankeschön. Party People, ich hoffe, euch gefällt hier mal was anderes als Origin Decks. Mir macht sehr viel Spaß, dieses Spiel. Wir werden auch andere Spiele mit Retro-Achievements machen, wie die Main Games, Pinball, sehr viele seltsame Pokémon-Spiele. Aber jetzt gerade das hier. Vielleicht bin ich auch irgendwann frustriert von dem Spiel. Aber bisher machen die Kämpfe einfach super Bock, sich da reinzufuchsen. Und dann, heute waren zwei, drei Kämpfe dabei, die waren so geil knapp und so taktisch. Dann, das ist so ein geiles Gefühl, wenn man das dann schafft. Wenn man es schafft. Und es sind NPCs, deswegen mag ich es. Wenn das jetzt echte Menschen wären und ich die ganze Zeit verlieren würde, wäre es abfuck. Oh, mein Arm. J-Gamer, du bist ein feurer Giraff. Leute, vielleicht bis später. Bussi, Bussi, Bussi. Danke fürs Dasein. Waschseife, Dankeschön für 26 Monate. Oh mein Gott. Waschseife. Hast du das gemacht, als ich in dem Moment gerade irgendwie hier gewonnen habe, glaube ich. Habe ich nicht mitgekriegt. Waschseife, Dankeschön. Simsala war geil, ja. Und da davor mit Mewtwo war auch knapp. Mariko. Arbok. Arbok. Wieso gibt es kein so ein TCG-Game mit bis zu Gen 3 oder sowas? Warum haben sie damit aufgehört damals? Aber ja, es gibt ja jetzt immer noch TCG online. Tüdelü, tschüssi, tschüssi, bye bye.